Ja, hallo. Willkommen zurück zu Late Night Coding. Ich kann die Musik auch gerne im Hintergrund die ganze Zeit durchlaufen lassen. Keine Sorge. Ja, willkommen zurück zu Late Night Coding Pro und zurück zur Datenkompression. Und wir haben es dann letztens mit ein klein wenig Überzug, ich glaube so ungefähr eine Stunde habe ich überzogen, hinbekommen, nicht nur das Encoden, sondern auch das Decoden. Das Huffman-Encoding und Decoding für Dateien fertig zu schreiben. Und es hat sogar auf Anhieb funktioniert, was irgendwie gleichwohl erfreulich und ein bisschen erschreckend war. Ja, ich habe dann lediglich irgendwann, bevor ich, nee, ich glaube, nachdem ich es committed habe, habe ich nochmal das Ganze einfach in eine separate Datei ausgelagert und habe einen Namespace rumgeschmissen, sodass man jetzt einfach Huffman-Encode Decode aufrufen kann und damit halt relativ kurz, zumindest schon mal so rudimentäre Kompression basteln kann. Und da habe ich jetzt noch vorhin in so ein klitzekleines Main-Programm drumherum geschrieben, ohne jegliche Fehlerbehandlung oder sowas ähnliches. Aber damit kann man jetzt tatsächlich schon so ein bisschen vor sich hin komprimieren. Also wenn man das jetzt startet. Und wir komprimieren mal einfach die Main-CP in was ich Main-Encoded oder sowas ähnliches. Dann produziert das schon eine etwas kleinere Datei. Also man sieht hier, das ist jetzt die Kompressionsrate, das ist jetzt nicht der Bär, ne? Das ist halt nur Huffman-Encoding. Aber wird schon irgendwie kleiner, so von 660 irgendwie so auf rund 500. Und das viel Wichtiger ist, es erzeugt auch hinterher wieder die Originaldaten. Ah ja, danke. Ne? Also, wenn man das Ganze unpackt, dann und vergleicht jetzt mal die beiden Main CPP mit Main 2, dann sind die beiden identisch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Aber es funktioniert auch tatsächlich mit größeren Dateien. Kann man nicht irgendwie bestimmen, was die maximal mögliche Kompression wäre? Also, irgendwie, also klar, die maximal mögliche Kompression ist 1 zu 8. Ne? Also, jetzt, wenn man jetzt das Ganze immer 8-Bit basiert macht. Ne? Also momentan schnappen wir uns immer einen Charakter und schmeißen in unser Alphabet und bestenfalls wäre das 8-Bit 1-Bit. Also das heißt, das ist das Höchste, was wir irgendwie rausholen können, was auch nicht bärig ist. Also 1 zu 8 ist jetzt nicht der Hammer. Ne? Deswegen man Huffman-Encoding auch jetzt normalerweise nicht als reines Kompressionsverfahren. Also ist natürlich schon dann Reduktionsverfahren, aber das würde man jetzt nicht als alleinige Kompression benutzen, sondern nur sozusagen, um noch das letzte bisschen rauszuholen. Und genau, damit wollen wir uns dann beschäftigen heute. Wie kann man ein bisschen besser werden? Und das Ziel war ja so in Richtung von Deflate zu gehen. Also ich wollte nicht das komplette Deflate implementieren. Da gibt es ein paar nickliche Kleinigkeiten, denke ich mal, die man so bei Datenformaten nie so richtig Bock hat. Ja? Aber zumindest einfach das LZ77 bzw. LZSS ist das, was Deflate benutzt, ist so eine kleine Variation, die das noch ein kleines bisschen besser macht. Die wollte ich durchgehen. Ja. Gibt es sowas wie generell theoretisch mögliche Kompressionsrate? Ach so, unabhängig von der Art zu komprimieren? Ja, klar, also du kannst natürlich die Entropie betrachten. Ne? Also darum geht es im Endeffekt immer. Wie viel Entropie, das ist genau die Metrik, die du gerne haben möchtest, steckt in deinen Daten. Ne? Wenn du zum Beispiel halt eben, wir hatten gerade ZIP-Bomben oder sowas ähnliches, eine Art und Weise, wie die funktionieren. Also erstmal, was sind ZIP-Bomben? Das sind einfach ZIP-Dateien, die beinhalten irgendwas, was sich extrem gut komprimieren lässt. Eventuell auch eine Kompression von einer Kompression, also eine ZIP-Datei, eine ZIP-Datei und so weiter. Und das Ziel ist eigentlich lediglich, damit Virenscanner durcheinander zu bringen, die halt die ZIP-Dateien entpacken, wenn die zum Beispiel als E-Mail-Attachment sind. So, und da verwendet man halt eben Daten, die extrem wenig Entropie haben, wie zum Beispiel eine Datei, die nur mit Nullen gefüllt ist oder sowas ähnliches. Ne? Die lassen sich halt sehr, sehr gut komprimieren. Und dann geht's, und ja, dann müsste es halt eben sozusagen die Entropie von den Daten berechnen. Dann weißt du, wie weit kommt. Und dann gibt es natürlich noch, andere Geschichten. Wie viel Wissen steckst du in den, oder wie viel Vorwissen steckst du bereits in dein Kompressionsverfahren? Also, wenn man es ganz genau nimmt, jetzt auch im Sinne von Entropie und so weiter, dann müsste man eigentlich das Kompressionsverfahren mitschicken. Also, das heißt, du hast die
Du hast die Daten, mit denen du loslegst, ne? Und die komprimierten Daten sind dann eigentlich dein Kompressor plus die komprimierten Daten. Ja, nur dann ist das Ganze theoretisch sound, weil ansonsten könntest du ja einfach zum Beispiel, nehmen wir an, du hast irgendwie, keine Ahnung, einfach die Bibel, die du komprimieren willst, ne? In einer irgendeiner bestimmten Übersetzung ins Deutsche. Dann nehme ich einfach einen Kompressor, der hat die, kennt die Bibel als Text, ja, und speichert ein Bit und schickt das und dekodiert es wieder. Ja. Und dann sagst du, oh super, ich habe das ganze Buch auf ein Bit komprimiert. Ja, das heißt, prinzipiell müsst ihr den Kompressor mal mitschicken, damit das Ganze funktioniert. Und an manchen Stellen macht das auch wirklich Sinn. Also einerseits macht Sinn mitzuschicken, wenn man irgendwie ein ungewöhnliches Kompressionsverfahren verwendet, aber auch diese Entropiebetrachtung, das ist natürlich bei dem Bibelbeispiel bescheuert, weil das wird ja nur eine Sache sinnvoll komprimieren. Aber manchmal hast du tatsächlich in den Kompressoren halt eben ziemlich viel Knowledge, wie zum Beispiel vorberechnete Huffman-Tabellen oder sowas ähnliches, ja. Das heißt, es steckt wirklich auch eigentlich Teil der Daten damit drin, ne? Oder eben beim JPEG-Format hat man eben genau auch solche vordefinierten Entropie-Tabellen und die, wie gesagt, müsste man theoretisch mitschicken, damit die Wert, die man hinterher berechnet, irgendwie sinnvoll ist. Gut, okay, gucken wir uns mal LZ77 an. Und diejenigen, die jetzt nicht in meiner Vorlesung sind, denen zeige ich das jetzt eben noch mal kurz an einem Bild, wie das Ganze funktioniert und dann setzen wir das um. Und, na gut, JPEG-Artefakte können tatsächlich nerven, aber wir sind ja auf der guten Seite der Macht hier und machen verlustfreie Kompression. Das sind natürlich keine Artefakte zu erwarten. So, das ist hier in der Tat JPEG, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Ja. Im Prinzip wollen wir hier hin. Also LZ77. Und die Idee ist sehr, sehr einfach. Überhaupt, wie die eigentlich die Grundideen von den meisten heutzutage verwendeten Kompressionsverfahren einerseits relativ simpel sind. Also die Grundidee, die Kompressoren hinterher, die sind zum Teil hochoptimiert und haben zig von diesen Verfahren kombiniert und sind dann im Detail schon recht kompliziert und wahrscheinlich hat es ewig gedauert, die so hinzufrickeln, dass die irgendwie optimal sind. Aber die Grundideen sind relativ einfach. Ja, das heißt, wenn wir bei den Grundideen bleiben, erwarte ich auch nicht, dass wir die Kompressionsraten jetzt von SIP oder noch verbesserten Verfahren erreichen werden, aber wir werden wahrscheinlich gar nicht so schrecklich weit davon weg sein, ja, weil natürlich hinterher jedes zusätzliche Bit einzusparen dann sehr, sehr viel Arbeit machen kann. Ja. Also LZ77 ist, wie der Name sagt, von zwei Herren, Lempel und Ziff und ist von 1977. Das war mein zweites Argument. Die Sachen sind echt alt, also in Bezug auf Computertechnologie, ne, 1977, meine Güte, das ist ja mittlere Steinzeit. Ne? Es ist erstaunlich, dass sich da substanziell jetzt nichts irgendwie so geändert hat, dass man jetzt irgendwas völlig grundlegend anderes tut. Finde ich immer faszinierend dabei. Naja, sei es drum. Wie funktioniert das Ganze jedenfalls? LZ77 ist, wie gesagt, ziemlich simpel. Man hat so zwei Dinge, die wichtig sind. Ich mache das mal klein irgendwie. Da kann ich da auch rumfummeln mit der Maus. Ja, also es gibt so zwei wichtige Größenordnungen. Das ist einmal dieses sogenannte Sliding Window und das Look-Ahead. Die sieht man hier. Die haben beide eine gewisse Größe. Und was man generiert, sind im Prinzip aus dem Input ein Output, der aus einem Haufen Trippeln besteht. Ja? So, und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt der Einfachheit halber das Wort Ananas komprimieren. Das hat offensichtlich AS, ne? Hat relativ viel Redundanz da drin. Da würde man also erwarten, dass man das komprimieren kann. Und die Idee ist jetzt folgendermaßen: Wir schieben jetzt durch diesen Look-Ahead in das Sliding Window unsere Daten rein. Also die kommen hier von links, ne? Die sieht man, die wandern so darüber. Und wir schauen uns, wir fangen von vorne an. Uns diesem Look-Ahead-Buffer, der ist jetzt hier nur vier Stellen groß, uns die Zeichen anzugucken. Guten Abend. Und gucken wir uns erstmal das A an. Und was angucken bedeutet, wir schauen, wo finden wir das hier links. Gut, da das Ding jetzt leer ist, ist die Entscheidung ziemlich einfach. Das A ist nirgendwo. Wenn wir mit was nicht anfangen können, dann speichern wir das als das Triple 00A ab. Also 00 und dann das Zeichen, womit wir nichts anfangen können. Wir arbeiten jetzt einfach mal zeichenbasiert. Theoretisch kann man hier auch auf
größeren Elementen basieren, also nicht ein Zeichen, zwei Zeichen, ist egal, aber wir machen es mal für einzelne Charakter, also 8-Bit. So, also das heißt, das A finden wir hier nicht, klar, ist gar nichts drin. Also speichern wir das so aus ab, wie es ist, und wir setzen zwei Nullen davor. Da ist übrigens auch schon der Unterschied zu LZSS. Bei LZSS setzt man nur ein Bit davor, also das wäre einfach nur 0a. Aber dazu später mehr. Bleiben wir erstmal hierbei. So, also 00a wird also abgespeichert. Gut, und dann schieben wir unsere gesamten Daten, schieben wir so weit rüber, wie wir abgearbeitet haben. Da wir jetzt nur das A abgearbeitet haben, schieben wir die eben nur eins rüber. Dann schnappen wir uns den nächsten Buchstaben, das ist in dem Fall hier das N, ja, und schauen wieder, können wir das irgendwo finden? Nee, es ist gar kein N drin, also passiert dasselbe, 0 und N. Okay, gut, so. Haben wir das erledigt, das N schieben wir rüber. So, jetzt wird es interessant, und das ist auch schon der einzige interessante Punkt dieser ganzen Folie, um ehrlich zu sein. Aber das ist auch schon der komplette Algorithmus, das ist nämlich das Schöne daran, der ist so simpel. Jetzt haben wir hier ein A, und das finden wir tatsächlich hier. Ja? Und wenn wir was finden, gucken wir weiter, und wir schauen jetzt nach dem N. Das finden wir auch und mehr gibt es nicht, weil da sind wir am Ende angekommen. So, was wir dann rausschreiben, ist, wir schreiben jetzt eine 6 und eine 2 raus. Das heißt, anstelle 6 in diesem Sliding Window zwei Zeichen, also sprich 6 und 7, die kommen jetzt vor. Und weil wir immer Triple rausschreiben, schreiben wir dann auch das nächste Zeichen nochmal raus und das ist das A. Ja? Das heißt, wir haben jetzt 6, 2a. Und damit schieben wir das Ganze jetzt um drei Zeichen rüber und dann bleibt noch das S übrig. Das S finden wir aber nicht, also wird wieder nur ein S generiert. Ja? Also das ist auch schon der gesamte Algorithmus. Das heißt, wir schauen einfach immer unser in diesem Look-Ahead-Window, finden wir von vorne angefangen eine möglichst lange Sequenz von Zeichen in diesem Sliding-Window. Und wenn ja, dann merken wir uns, wo steht die Sequenz und wie viele Zeichen können wir brauchen und hängen dann einfach noch eins an. Sollten wir selbst das erste Zeichen nicht finden, schreiben wir einfach 0a raus. Und so generieren wir einfach eine Sequenz von Trippeln und die senden wir dann. Und das Interessante an der Sache ist, das komprimiert echt super. Also das klingt erstmal nach einer ziemlich bescheuerten Idee, ja, insbesondere wenn man sich das hier so anguckt. Ne? Also wir blasen die Daten ja total massiv auf. Ne? Hier in unserem Beispiel. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Byte. Ne? Und hier haben wir, nehmen wir mal an, wir würden das nur als Byte speichern, ja, was man im Allgemeinen nicht mal tut. Sondern normalerweise nimmt man hier zumindest 16, nicht 15 witzigerweise, 15 Bit, also 32 K ist das Sliding Window im Allgemeinen groß. Aber bleiben wir mal am 8, ne? Dann haben wir hier 3 mal 8, ne? Das sind nochmal 3 mal 8, nochmal 3 mal 8, nochmal 3 mal 8. Sprich, sind also 4 mal 3, das sind so grob 24 mal 8. Ne? Und hier haben wir 1, also 6 mal. Also mit anderen Worten, das ist massiv gewachsen, aber im Normalfall passiert das eben nicht. Es kann aber passieren, ne? Das ist eine wichtige Eigenschaft von Kompressionsalgorithmen. Die können immer schief gehen. Müssen die auch, einfach aus theoretischen Betrachtungen muss das immer sein. Wie gesagt, es gibt auch andere Ansätze, ne? Aber zumindest die meisten populären Verfahren verwenden tatsächlich LZSS. Allerdings dann noch eben mit Half-Minute-Encoding und auch mit Run-Length-Encoding sogar. Der Worst Case, naja, ganz einfach. Der Worst Case kannst du dir ausrechnen. Das heißt, du hast eben ein Blow-up von jedem Zeichen plus diesen beiden Werten. Ne, das ist also, wenn man das so quasi so eins zu eins implementiert, wie es jetzt hier draufsteht, ne, dann wäre die schlimmstmögliche Situation, die du haben kannst, ne, ist, dass du zusätzlich zu jedem Zeichen, ja, noch eben diese beiden Werte hier speichern musst. Und da kommt es halt jetzt so ein bisschen drauf an, wie groß dein Sliding Window und dein Look-Ahead ist. Ne? Also bei Deflate sind das hier 15-Bit und das 8-Bit. Das heißt, wenn du also den Worst Case von Deflate nehmen würdest, der tritt aber so nicht auf, weil das System ist nicht so doof. Die Dateien dann, das erkennt das und stellt fest, wenn es größer wird, dann komprimiert es halt einfach nicht, sondern schreibt es so raus, wie es ist. Aber zumindest mal theoretisch bei LZ77, sagen wir mal, ne, wäre das die Größe hiervon, die Größe davon. Das ist im Verhältnis zu den 8-Bit, das ist das, was passieren kann. Ja, wie decodet man das? Wie dekodiert man das Ganze dann? So viel auch nur kurz. Ist auch relativ simpel. Ja, das heißt, man bekommt halt jetzt diese Sequenz hier, also diese vier Datentrippel.
Und was wir einfach machen ist, wir nehmen die, zum Beispiel wenn wir 0,0 und einen Charakter haben, dann schreiben wir den raus und gleichzeitig noch in einen Buffer rein. Also eben einen Buffer, der genauso groß ist wie vorher. Das Sliding Window groß ist. Das Lookahead braucht man jetzt nicht mehr. Braucht nur das Sliding Window. Und das führt dann dazu, dass wir erstmal nach dem hier ein A rausschreiben, plus in unser Sliding Window jetzt ein A reinschreiben. Dann kommt als nächstes das N, das schreiben wir auch raus. Also der Output ist AN bis hierhin und hier auch AN. So, und jetzt können wir eben diesen Codeblock hier auch wieder entziffern, 6,2A. Dann nehmen wir nämlich einfach hier vom vorherigen, was wir bisher haben, anstelle 6,2 dazu. Ne, das sind eben 6 und 7 hier und hängen noch das A an und hinterher hängen wir das S an. Also das Dekodieren ist auch relativ einfach. Sogar noch wesentlich simpler als das Encoden, weil das, was ich so lapidar gesagt habe, man guckt einfach mal, wo das da liegt. Das macht natürlich ein bisschen Arbeit. Ne? Das ist irgendwie so, wenn man es trivial implementiert, irgendwie so eine Komplexität von n mal n, also ein typischer Substring Search. Ja? Da weiß man auch, dass man das optimieren kann, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Brute Force Ansatz an. Der hat eben n mal m als Komplexität, wobei m ist die Länge hiervon und n ist die Länge davon. Also die maximale Größe des gesuchten Strings im String, wo ich suchen muss. Können wir aber gerne auch noch mal machen. String Search komme ich leider in Datenstrukturen Algorithmen nie dazu. Gebe mir immer die Zeit aus. Ich noch nie geschafft, das mal zu erklären. So, jedenfalls, das ist so die grobe Idee. Und hier ist schon so ein, hier ist ein Beispiel, ne? Also die richtige Position zu finden. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich das hier encode, dann kann ich an der Stelle hier sagen, okay, anstelle 0,2 oder anstelle 3,4 Sachen rüber kopieren. Das wäre natürlich besser, aber dazu müsste ich eben ein vollständiges Substring Search machen, um das wirklich zu finden. Und eventuell will man das nicht. Und das unterscheiden sich auch die verschiedenen Kompressionsstufen, wenn man zum Beispiel bei ZIP verschiedene Kompressionsstufen einstellt. Ja, da, die unterscheiden sich eben zum Beispiel durch die Größe der Buffer oder wie gut darin gesucht wird, also welchen Suchverfahren man verwendet, um hier schnell den Substring zu finden. Die Probleme habe ich auch nochmal, also sowas wäre so ein Worst Case, ne? Wenn man immer schön die einzelnen Zeichen von vorne nach hinten durchzählt, dann kann man da nicht viel anfangen, insbesondere wenn das Alphabet größer wäre als das Sliding Window. Dann wiederholt sich ein Buchstabe dann nur, wenn ich ihn schon nicht mehr sehe. Gut, das ist jedenfalls so die Grundidee und das will ich mal implementieren. So, was ist noch bei LZSS anders? Das ist das Prinzip dabei ist ganz einfach. Zweierlei Dinge, soweit ich es gesehen habe. Ich habe das Paper nicht gelesen, aber das, was ich so gefunden habe an Material, gibt es zwei Änderungen im Vergleich zu LZ77. Das erste ist, man speichert eben einfach ein Bit ab vor jedem Eintrag, ob der in dieser Form oder in dieser Form ist. Ja, das heißt, diese Form hier, sprich, wir finden wirklich eine Sequenz, die wächst um ein Bit. Ja, aber alle Formen, wo man eben normalerweise 0,0 schreiben würde, da würde man, braucht man nur ein Bit abzuspeichern, wenn man zum Beispiel 15 plus 8 hätte, ne, dann habe ich eben, eben nur ein Bit statt 23 Bit, die ich dann irgendwie ablegen müsste. Ne? Also das ist ein bisschen kürzer hier. Die Frage ist, ob das generell Sinn macht, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das hängt so ein bisschen vom Verhältnis von diesen Fällen zu den Fällen ab. Ne? Gibt es auch wieder Fälle, wo das schlechter sein kann. In der Praxis scheint es allerdings immer der bessere Ansatz zu sein oder häufig der bessere Ansatz zu sein. So, das ist die eine Änderung und die andere ist, dass man je nachdem, wie groß eben diese beiden Buffer sind. Also ich könnte ja auch dieses Sliding Window sehr groß machen und sagen, das ist, keine Ahnung, 1000 Bit groß oder sowas ähnliches. Na, riesengroß. Also zum Beispiel die Größe meiner gesamten Datei oder sowas ähnliches. Ja? So. Und das würde natürlich dazu führen, dass wenn man halt dieses Ein-Bit-Geschichte macht, dass dann auch kürzere Sequenzen, zum Beispiel drei, vier Buchstaben, die ich finde, immer noch länger wären als, was weiß ich, was die drei, vier Buchstaben einzeln zu speichern. Weil das ist ja nur ein Bit plus Buchstabe, ein Bit plus Buchstabe. Wohingegen das hier halt eben das relativ große Sliding Window ist, meinetwegen 1000 Bit, ja, plus von mir aus auch noch einen relativ großen Lookahead-Buffer. So, und das ist die zweite Änderung von LZ77. Da wird
erst das gesucht und nachdem man den optimalen Match gefunden hat, also die längstmögliche Sequenz, guckt man einfach, wie lang ist die in Bit. Und wenn das länger ist, als die Buchstaben einzeln zu speichern, speichern wir einfach die Buchstaben einzeln. Ja, das ist der zweite Änderung. Beides ist insofern witzig, dass also besonders die zweite Geschichte, dass man die Buchstaben einzeln speichert, davon sieht der Decoder ehrlich gesagt gar nichts. Den interessiert das überhaupt nicht, dass man es gemacht hat. Der dekodiert ja ganz blöd einfach diese Triple. Und dem ist das jetzt egal, dass ich irgendwann mal so eins aufgebrochen habe in lauter Einzelne. Der Decoder ist also nicht tangiert von der Art und Weise, wie ich diese Triple finde. Ja, das mit dem 1 und 0, das muss der Decoder natürlich wissen, weil er muss die Bitsfolgen ja irgendwie verstehen. Gut, aber das wollte ich jetzt einfach mal so durchgehen und ja, ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Deflate dann, ich habe es hier mal so relativ lapidar geschrieben, dass das ist Kombination von diesem LZ77 und dem Huffman-Coding. Das ist aber nicht einfach nur, das beides hintereinander auszuführen. Wir können es mal ausprobieren. Ich denke aber, dass einfach eine Hintereinanderausführung nicht besonders viel bringt, weil das Ergebnis hinterher von den LZSS natürlich irgendwie, also von dem LZ77 ging es vielleicht noch, aber insbesondere bei LZSS ist es ja so, weil man dieses eine Bit einfügt, dann shiftet man dadurch ja immer die Daten so um ein Bit hin und her. Und dadurch, wenn man das hinterher zum Beispiel 8-Bitweise mit Huffman beackern würde, wird das wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren, weil man diese Shifts drin hat und deswegen zwei Sachen, die eigentlich gleich sind, nicht mehr gleich aussehen. Ich habe es aber mal kurz überflogen. Was man Huffman encodet, ist dann nicht einfach der Bitstrom, der da rauskommt aus dem LZ77, sondern man encodet die Länge und die Position und den Charakter hier, bevor man den überhaupt in den Bitstrom reinschreibt. Und da wird dann auch noch so eine kleine Tabelle drauf angewendet und so weiter und so weiter. Gucken wir mal, wie weit wir das verfolgen. Aber heute will ich eigentlich mal erstmal nur den LZ77-Part machen und dann am Montag gucken wir, dass wir das kombinieren und dann sind wir fertig. Da können wir von mir aus noch Pre-Coder machen, also den Pre-Filter, wenn wir wollen. Dann hätten wir auch noch quasi alles, was man so mehr oder weniger in PNG benutzt, erfasst. Können wir unser eigenes Bildformat machen? Gut, okay. Ihr wisst ja, ich habe so einen Hang dazu, mal gerne Sachen selber zu machen. Versuchen wir das also. Gut, worum starten wir? Wir starten jetzt einfach mit dem Programm hier. Genau. Ja, im Wesentlichen schmeißen wir das jetzt hier alles raus und schreiben jetzt hier halt unseren LZ77-Decoder rein. Wozu braucht man noch Datenkompression heutzutage? Wieso sollte man das nicht brauchen? Ich würde sagen, die ist heutzutage wichtiger denn je. So, also im Prinzip schreibe ich jetzt einfach mal hier Compress, Decompress rein. Und dann ist das V-Programm schon fertig, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und jetzt müssen wir nur noch diese beiden Funktionen hier schreiben. Also ich denke auch, also Datenkompression war noch nie so wichtig wie heutzutage, aus verschiedensten Gründen. Ne? Und zwar, ja, zum einen wächst der Rechenpower schneller als die Datentransferrate. Ja, und das heißt, es ist heutzutage erheblich sinnvoller, Daten komprimiert abzuspeichern und sie komprimiert von irgendeinem Medium zu holen, sei das jetzt übers Netz zu streamen oder von einer Platte zu holen oder was. Also jede SSD komprimiert heutzutage Daten. Ja. Einfach weil es nicht nur weil es Platz spart, sondern weil es einfach schlichtweg die Sache beschleunigt. Ja. Und dann eben so ziemlich jeder Transfer, der übers Netz geht, ist komprimiert. Wer ist wer? Gut, also fangen wir mit Compression an. Genau, LZSS mal machen. Lagert man eigentlich in der Praxis? Kann man machen, kommt doch an die Kompression drauf an. Also Bildkompression, klar. Also jetzt so Videokompression, die wird natürlich fast ausschließlich auf Grafikkarten gemacht und auch Bilddekodierung. Andere Kompressionsverfahren eher selten, ja. Zumal auch CPUs inzwischen Instruktionen haben, um so einiges zu beschleunigen. Okay, gut. Unsere elementare Datenstruktur bei
Unser Algorithmus scheint triple zu sein. Also implementieren wir das mal eben. Ich nenne es mal LZSS-Element. Und aus was besteht das? Das besteht aus drei Teilen, sprich dem einer Position, einer Länge und dem Zeichen, was darauf folgt. Ne? Und ich speichere die jetzt erstmal einfach als UN32-Bit ab. Die müssen wir ja nicht so in der Datei rausschreiben. Ne? Char, nee, das ist doof. Data, nehmen wir es mal Data oder sowas ähnliches. Okay, so, damit haben wir erstmal dieses Etwas hier. Und theoretisch könnten wir direkt den Code schreiben, um das halt hinterher in eine Datei rauszuschreiben. Ja? Also, das schreiben wir natürlich in unser Bitbuffer-Kram rein, den wir letztes Mal implementiert haben. Also dieses. Wo ist denn da Bitbuffer? Ne? Da gab es ja so ein Input- und Output-Bitbuffer. Das heißt, serialize, ja, sieht gut aus. Das Ding kriegt also ein Bitbuffer, in den es das reindengeln soll. So, was machen wir, wenn wir es den Bitbuffer schreiben wollen? Und das ist noch nicht ganz richtig, weil das irgendwie so heißt. Und das ist eine Compression Name Space jetzt drin. Fliegt wahrscheinlich hinterher wieder raus, wenn wir das auch mal rüberschieben. So, das ist unser Buffer. Genau, richtig, ja. Für Filme zum Beispiel wäre das auch keine schlechte Idee, Sachen zu komprimieren. Und da die ja im Endeffekt, die basieren halt auf verlustbehafteten Kompressionsverfahren, aber. Wenn man so eine Kompression paralysieren wollte, ja, also das wäre so das Ziel. Also ich will das ja hinterher mit dem Large Image verheiraten, dann würde man sinnvollerweise, also auch die meisten Kompressionsverfahren arbeiten blockweise. Ja, also man könnte zwar die gesamte Datei durchstreamen, aber normalerweise aber arbeitet man die Datei in Blöcken. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist einfach Datensicherheit. Ein großes Problem von jedem Kompressionsverfahren, das man so hat, ne? Eine große Gefahr, die besteht, ist dadurch, dass wir die Daten in einen kleineren Raum bringen, hat natürlich jedes einzelne Bit mehr Bedeutung. Also die Entropie wächst. Ja? So, beziehungsweise die bleibt gleich, aber die Entropie sozusagen pro Bit, die wächst natürlich. Das heißt, jedes Bit, was kaputt geht, hat einen wesentlich größeren Effekt. Und deswegen, schon allein deswegen macht man es blockweise, damit wenn irgendwo was kaputt geht, dann versucht man wenigstens das Blockende zu finden und da weiterzumachen. Schon allein aus Datensicherheitsgründen macht man das. Ne? So, also was wollen wir jetzt machen? Wenn wir das Ganze serialisieren, da gucken wir jetzt einfach eben auf das, was ich angesprochen hatte. Wenn die Länge 0 ist, ja, das heißt, man hat diesen Fall 0, 0 irgendwas, ne? Dann schreiben wir das eben nicht als 0, 0 raus, sondern dann schreiben wir das eben schlichtweg nur als ein Bit raus. Also das heißt, wir schreiben unseren Buffer, add Bit. 0, ja, und dann folgt unser Char. Data haben wir die genannt. So, und nun im anderen Fall schreiben wir wirklich Triple raus. Also das heißt, wir schreiben eine 1 raus, damit wir die beiden Fälle unterscheiden können. Ne? Und an der Stelle machen wir jetzt natürlich mehr Arbeit hier ein bisschen, ne? Aber so, und Buffer add heißt der Call, glaube ich, einfach nur. So, und das will ich jetzt nicht als 32-Bit rausschreiben. Da können wir vielleicht hinterher auch noch mal ein bisschen Intelligenz reinstecken. Das war ein Template, das Ganze hier. Machen wir jetzt einfach mal 16-Bit und 8-Bit wirklich. Das ist meines Wissens nach der auch das, was Deflate tut. Also das heißt, die Position in 16-Bit und die Length in 8-Bit. Müssen wir jetzt nicht krass, können wir auch aus Char rausschreiben, aber. Machen wir es mal so und dann müssen wir natürlich noch den Char hinterher schreiben. Whoops. Okay, so und das ist schon mal die erste Hälfte von dem LZSS gegenüber LZZ und dieser, ne? Gut, was brauchen wir noch an der Stelle? Genau, Deutschland ist ja bekannt für schnelles Internet. Ja, also ich denke, das reicht erstmal hier. Gut. Gucken wir uns mal die Kompression an. Was macht die Kompression? Da wird es mal so geschrieben, dass ihr zwei Dateien bekommt. Das heißt, die öffnen erstmal wieder die beiden Dateistreams. Und das haben wir schon irgendwo anders gemacht. Nämlich hier. Das können wir jetzt also einfach irgendwo kopieren. Das müsste dem Endcode hier ziemlich ähnlich sehen. Gucken wir mal. Vielleicht kann ich hier sogar fast alles übernehmen.
Compressor. Wir öffnen den Source-File. Heißt das so für dich auch Source-File? Ja, perfekt. Im Binary, das Target-File auch im Binary. Und dazu müssen wir mal F-Stream inkludieren, damit das gut geht. Das ist mein Cursor. So, okay, dann funktioniert das schon mal. Dann lesen wir einfach mal das komplette Input-File ein. Ja, da kann man sich hinterher auch noch überlegen, ob man das jetzt wirklich komplett einlesen will oder ob man einfach das blockweise einliest. Ich lese jetzt erstmal komplett ein. Ich denke, diese Routine werden wir hinterher eh nicht direkt benutzen. Die ist mehr zu Debug-Zwecken, sondern irgendwie wird der jetzt halt dann irgendwie so ein Compress mit dem Buffer aufrufen oder sowas ähnliches. Ja. Und das ist dann die Routine, die wir hinterher hauptsächlich verwenden. In flagranti. Okay. Nicht, dass ich jetzt verstehen würde, was genau du damit meinst in diesem Zusammenhang, aber sei es drum. Gut, so, was haben wir? Wir rufen also unser noch zu schreibendes Compress auf und das schreibt, liefert uns dann zurück einen komprimierten Buffer und den dämmen wir in das Target-File rein. Okay, sieht gut aus. Das können wir also im Wesentlichen so lassen. Denke ich zumindest. So, das kriegt Input. Natürlich nicht als Kopie. Und liefert uns sowas zurück. Ja, das sollte jetzt erstmal kompilieren. Oder auch nicht. Das merkt er. Okay. So, jetzt aber. Gut, sieht gut aus. Kompression schon fast fertig. So, was müssen wir jetzt machen? Naja, jetzt müssen wir uns halt. Jetzt müssen wir halt eben diesen Input da durchgehen, ja, und müssen da eben das Ganze so unsere Sliding Window und so weiter durchschieben. Also die Daten also vom Lookahead Buffer durch das Sliding Window durchschieben und dann immer suchen. Da wir uns jetzt hier beschlossen haben, erstmal auf 16 und 8 Bit festzulegen, würde ich vorschlagen, wir basteln uns einfach mal hier Const Expressions rein, die genau das beinhalten. Falls man das später mal ändern will, müsste man dann nur hier oben diese Sizes ändern und hier diese Variablen anpassen. Wobei, wenn wir jetzt zum Beispiel 15 Bit haben wollten, dann müssten wir eine neue Methode schreiben, die irgendwie so ein Add mit einem zusätzlichen Parameter 15 oder so, wo ich sage, okay, nimm diese Variable an, aber nur die 5, ignoriere alles, was da drüber ist, nur die 15 unteren Bit oder sowas ähnliches. Ne? Also, const expression, const, da wollte ich auch nochmal nachgucken, warum man die beiden hintereinander schreibt. Hat das inzwischen mal jemand rausgefunden, was der Unterschied zwischen const expression, const und nur const expression, oder ob das überhaupt Sinn macht? Man hätte mal gesagt, ich habe das in den C++-Beispielen so gelesen und habe es jetzt erstmal munter so übernommen. Aber ob das jetzt irgendwie wirklich Sinn macht oder nicht, und es kompiliert, aber ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Gut, was wollen wir haben? Ich würde es mal so machen, Window Bits, gleich 16. Also wie ist schon der Unterschied zwischen const expression und const klar, ja? Das ist schon klar. Was mir nicht so ganz klar ist, ob jetzt das hier und das da noch irgendwie einen Unterschied macht. Weil ich hätte jetzt gesagt, also bis auf die Tatsache, dass das hier look ahead, das ist nicht ganz richtig. Ich hätte es normalerweise so geschrieben und wie gesagt, ich habe halt einen Haufen Beispiele gesehen, auch auf der Seite, wo ich immer so Standard-CPP nachgucke, das scheint mir irgendwie so ziemlich hart am Standard zu sein. Da sehen die Beispiele immer so aus. Und deswegen habe ich mich gefragt, wo ist da der Unterschied? Aber egal. Ich schreibe es erstmal so, schadet jedenfalls nicht. So, das machen wir. Und da das hier so schöne Const-Expressions sind, können wir jetzt direkt daraus Sachen bestimmen, wie zum Beispiel die Window-Size. Window-Size. Die ist nämlich einfach 2 hoch Window-Bits. Und ist dann eben
2 hoch. Lookahead Bits. Und dann können wir einfach die beiden benutzen und das wird alles wunderschön wunderschön zur Compile-Zeit eingefügt. Gut, also soweit, so gut. Jetzt haben wir diesen Kram hier und jetzt müssen wir einfach im Prinzip nur unseren Input-Vektor hier traversieren, solange bis nichts mehr zu holen ist. Das heißt, wir merken uns irgendwie eine Position, wo wir sind, und diese Position schieben wir momentan rüber und gucken dann von der Position aus nach links, sage ich jetzt einfach mal, also da, wo wir schon drüber gelaufen sind. Das wird dann einfach unser Window, und alles, was rechts ist, zumindest der Teil davon, der kleiner ist als Lookahead Size, das ist dann halt unser Lookahead Buffer, ne? So die grobe Idee. Gut, also, wo sind wir? So, was machen wir jetzt? Dazu brauchen wir irgendwie sowas wie eine Position, wo wir uns gerade befinden, ja, und wir müssen dann eben von dieser Position aus dann halt nach links und rechts suchen. Okay. Was streame ich eigentlich so gerade? Streame ich gerade irgendwie, streamt irgendwie Dings gerade, Twitch mich gerade so, dass du auf 420 runterskalieren kannst? Ist ja schön, dass das ausnahmsweise mal funktioniert. So. Okay. Was machen wir jetzt? Achso. Nee, ist schon in Ordnung. Ich freue mich nur immer, wenn Twitch mich mal so einstellt, dass man tatsächlich irgendwie auch Sachen machen kann. Gut, also das heißt, was wir brauchen, ist irgendwie so eine Art, eben dieser Substring Search. Das heißt, ich denke, es macht Sinn, jetzt hier eine Methode zu schreiben, irgendwie Search. Also es ist un... Ah, okay, gut. Dann entferne ich es halt. Die Frage ist, warum sehe ich es dann in den Beispielen immer? Das konnte ich... Okay. Gucken wir es einfach gerade nach. Vielleicht habe ich auch einfach nur... Das ist mein Browser hier. Vielleicht habe ich ja einfach nur ewig alte Beispiele gesehen. CPP Reference. So, schauen wir mal. Gucken wir uns mal direkt die Beispiele an. Okay, da steht jetzt... ist jetzt sowas gerade nicht. Die haben aber auch nicht die einfachen Sachen. Wo die einfach nur Muttervariablen... Okay, also die schreiben es jetzt auch nicht scheinbar. Na gut, das sind auch wieder Funktionen, aber sei es drum. Static const expression int const. Okay, das ist natürlich was anderes. Okay, ja, also lassen wir es weg. Weniger zu tippen. Mich hat es schon überhaupt gewundert, dass es überhaupt akzeptiert. Wobei das ist auch witzig, das habe ich noch nie ausprobiert. Was passiert, wenn ich zum Beispiel const schreibe? Geht das? Nee. Double gibt const declaration specifier. Okay, also man darf das nicht einfach irgendwo so hindämmeln. Das geht nicht gut. Gut. Nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Search. Dem würde ich übergeben, wo ich gerade bin, also wo gerade diese Transition in diesem großen Input-Buffer hier ist, zwischen eben Look-Ahead-Window und Sliding-Window. Das heißt, das, was wir dem Teil übergeben, ist natürlich wieder der Buffer, ja? und die Position, wo ich gerade bin. Und was der mir zurückliefern soll, ist im Prinzip eben ist im Prinzip eben genau so ein LZSS-Element. Ne? Der soll mir dann hinterher zurückgeben, okay, ich habe einen tollen Match gefunden an der Stelle, so lang. Sowas. Ja. Gut. Und starten tun wir das Ding einfach mal mit dem Worst Case, nämlich wir nehmen an, wir finden es nicht. Bots, ne? Also. Scheint wohl in Sonderfällen eine andere Bedeutung haben. Im Normalfall ist es, aber okay, jetzt gucke ich mir nochmal an. Warum sollten wir auch, soll ich auch heute fertig werden? Das hat ja nicht gut funktioniert. So.
Ja, das ist jetzt der Unterschied zwischen den. Boah. Ah, da. Ich refer to different. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich das. Da geht es wahrscheinlich darum, dass dann halt eben für den Fall, also, okay, also das, was ich gemacht habe, macht nie Sinn, ja. Und so wie ich das sehe, soll das heißen, es kann halt vorkommen, dass in der Const-Expression wiederum ein Const vorkommt, aber dass das eben was anderes zum Beispiel macht, weil ich zum Beispiel ein Function oder sowas ähnliches habe, die wiederum Const-Wert zurückliefert. Ich denke, daraufhin läuft das jetzt hinaus. Okay, gut, aber dann heißt das, dann habe ich vielleicht zufällig so einfach nur so Beispiele gesehen. So, Return, ich gebe das erstmal zurück, dem Ding sollte man noch einen Namen geben. So, dann ist das schon mal prinzipiell okay. Das könnte man sogar theoretisch erstmal so lassen und uns mit das andere beschäftigen, weil das funktioniert ja. Ist natürlich total bescheuert, die Search-Routine so zu schreiben, aber die ist schon mal völlig gültig. Die findet jetzt halt nur diese Tuppel. Das ist gar keine schlechte Idee. Da kommen wir nämlich voran und kümmern uns um den Kram hinterher. So, was machen wir jetzt bei Compress? Bei Compress gehen wir jetzt halt einfach diesen Input von vorne nach hinten durch. Ja, so. Lassen halt Search ab. Search liefert uns so ein Element zurück. Und dann shiften wir einfach unseren Position Pointer um den zweiten Parameter plus 1 weiter. Ja? Und dadurch generieren wir sukzessive ein LZSE-LZSS-Element ja, nach dem anderen und bekommen dann unseren Output-String im Prinzip. Und den schreiben wir dann raus. Mittels Serialize in Output-Buffer. Und ich glaube, den Output-Buffer, den habe ich noch nirgendwo definiert. Ne, genau, den müssen wir jetzt einfach mal. Sorry. So. Können wir auch gleich mitnehmen. So. Das bedeutet also, in dem Compress selbst generieren wir unseren Output-Buffer. Was machen wir dann am Ende? Wir wollen Vektor zurückliefern. Also ganz zum Schluss machen wir aus dem Buffer ein. Char und das geht irgendwie so get data oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay, genau. So, dann können wir den Buffer auch danach wegschmeißen. Und dann haben wir unseren komprimierten Buffer. Und jetzt müssen wir noch überlegen, ist das ausreichend, weil den schreiben wir ja so direkt, wie er ist, in die Datei rein. Der ist jetzt wahrscheinlich, der kann potenziell gepaddet sein mit Bits, ne? Das heißt, wir müssen auch wieder, um das Ganze hinterher wieder dekodieren zu können, müssen wir noch irgendwie die Size da mit dranhängen. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie die Größe, die Anzahl der Elemente hier mit rausschreiben. Das heißt, wir müssen hier wieder so ein Pair zurückgeben. Das haben wir doch auch schon mal irgendwo schön gemacht. Das kann ich da auch klauen. Genau, Engine Histogram. Irgendwie sowas da. So, Compress Source, das bleibt so dasselbe. Und da wollen wir rausschreiben, den Target Buffer und Total kann von mir aus bleiben. Und dann einmal nämlich zunächst mal Total raus. Okay. Ja, auch die Natur kennt sowas. Nice. Oh. Hab hier mal falsch. So, geh weg. So, jetzt müssen wir lediglich hier noch das Richtige zurückgeben. Das ist kein Standard-Standard-Vector, sondern ein Standard-Pair von welcher Reihenfolge habe ich? Das ist Target und Total. Also, uint 64 sollte reichen. So. Und hier schreiben wir raus Total und andersrum. Total und das andere Ding.
Und jetzt brauchen wir noch Total. So. Reference to target is ambiguous. Okay. Das war, glaube ich, eigentlich so eng sehen, die Fehlermeldung. Genau, das ist okay. Gut, so, und schwupp, schon haben wir beide Werte. Und damit sollten wir dekomprimieren können, denke ich mal. Überlegen. Damit haben wir, ja, also das müsste reichen. Dann wissen wir, wie viele Paare wir haben. Über die können wir iterieren. Könnt ihr jedes Paar wieder nachschauen. Ja, das müsste funktionieren. Also ansonsten haben wir eben immer das Problem, dass wir von diesem Output-Buffer von den letzten paar Bits nicht sicher sein können, ob die nur Padding-Bits sind oder ob das wirklich Daten-Bits sind. Und das wäre das, was uns killt. Ne? So, gut, jetzt brauchen wir unseren Size T-Pause irgendwie. Ne? Den installieren wir mit 0. Wir fangen also mit 0 an. In diesem Input-Buffer hier. Was machen wir? Naja, wir suchen. Wir rufen jetzt eine Suche auf das auf den Input an der aktuellen Position. Die ist am Anfang natürlich 0. Dann muss dann nachher noch in Loop oder sowas ähnliches. Aber so grob erstmal. Ne? Und da kommt irgendwas raus. Wollen wir nicht mehr verändern, denke ich mal. Element. Wir machen noch eine bessere Idee. So. Also einer von den beiden Warnings muss jetzt aber mal verschwinden. Gut. Weil es nicht benutzt, weil die Funktion ja. Nicht, dass dieser Editor so lazy ist mit dem Updaten der Dinge. So, was machen wir jetzt? Wir müssen, nachdem wir das ein Element generiert haben, das in den Buffer schreiben. Ja, das ist leicht. Da haben wir gerade Serialize geschrieben oben. Wieso kriegt denn das nicht hin? Serialize und zwar in den Buffer und anschließend müssen wir POS um element.length plus 1 weiterschieben. So. Und das Ganze wiederholen wir, while achso, da fehlt noch was, jetzt vernünftig mal. While POS ist kleiner als irgendwie Input.size oder so ähnliches, ne? So. Und darüber jammert der Disagent. Oh, das Serialize sollte man vielleicht Const machen. Wenn einmal die Const anfängt, muss man es überall haben. So. Total müssen wir auch gleich noch hochzählen. Und ja, also. Das gleich können wir für hier machen. Fertig. So, dann haben wir schon mal, glaube ich, die Basisfunktionalität fertig. Nicht, dass das irgendwie Sinn macht, aber weil also Kompression natürlich bescheuert ist, weil wir immer nur diese Triple generieren, aber ansonsten macht das erstmal Sinn. Ja, das ist so. Die Frage ist, würde man das jetzt als verlustbehaftet definieren oder würde man sagen, das ist optimierend oder sowas ähnliches. Ja, keine Ahnung, wie das genau nennen wird. Ne? Aber da gibt es doch irgendwie so Tiere, von denen man das gar nicht erwartet, die sich einfach klonen. Weißt du, Blattläuse waren das. Ne? Blattläuse sind so cool, die haben so eine ungeschlechtliche Vermehrung, die plöppen sich selbst einfach so raus. Also, das heißt, die haben quasi so eine verlustfreien Entpacker eingebaut, wenn du so willst. So, also, was gibt es an der Stelle noch zu beachten? Irgendwo müssen wir noch die LZSS-Optimierung reinmachen, dass kurze Blöcke, Blöcke, die zu lang, die selbst gefundene Blöcke, die in ihrer Bitrepräsentation länger werden als einzelne Buchstaben, dass wir die umwandeln, das können wir aber hier reinbauen. Nee, das müsste eigentlich laufen. Wie gesagt, nicht, dass es besonders intelligent ist, aber theoretisch sollte es laufen. Also zumindest schon mal die Kompression. Nicht, dass wir können es natürlich nicht dekodieren, aber wir können es jetzt mal ausprobieren.
Compression, Main, CPP auf Main, Eng und 10 ist noch angeben. So, läuft. Hätte das gedacht. Und dann gucken wir uns das mal an. Was hier ist iHex, war das Ding, was ich hier drauf hatte? Ja. So, Main. Main, was habe ich das? Main Eng. Da. Okay, das heißt, theoretisch sollte jetzt hier, da ist unsere Size, das sieht gut aus. Und dann haben wir hier, ja, jetzt haben wir halt irgendwie den Hashtag und ich glaube, unser Programm fängt mit dem Include an, mit einem Bit davor. Sieht natürlich jetzt nicht so, also sieht gut aus, würde ich sagen, erstmal. Sind lauter Apple-Symbole drin, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, okay, wir könnten natürlich jetzt theoretisch schon den Decoder schreiben, uns damit testen, aber der würde ja nur ein Spitz. Oh, egal, wir schreiben den einfach mal. Und dann, dann kümmern wir uns um den interessantesten Part als Letzte. So, was macht der Dekompressor? Der macht was relativ Ähnliches, denke ich mal. Der macht auch die beiden Dateien erstmal sinnvollerweise auf. Übergeben wir dem. Lesen wir die Input-Datei aus. Auch okay. Mal gucken. Da können wir ja wahrscheinlich auch was klauen. Haben wir einen Decode. Genau, der kriegt direkt. Der Buffer kriegt schon ein. Char, der kriegt kein Dings. Okay. So, wir lesen den Kram erstmal ein. Den Source-File. Generieren dann daraus einen Buffer. Machen wir das noch in der Routine? Ne, das können wir direkt in der nächsten Routine machen. Das heißt, das Decompress mit einem Buffer, das liefert, was liefert das denn zurück? Das liefert nur ein, da brauchen wir keine Size mehr. Nee, das ist okay, das liefert also nur sowas hier zurück. Target und das schreiben wir einfach unser Target-File. So, okay, gut. Jetzt schreiben wir noch den T-Compressor. Code. Was ist das? Was ist mit Anrufen? Ich habe was verpasst. So, das wird so ähnlich aussehen wie das hier. Das ist T-Compressor. Was hier? Nur, dass wir jetzt nur einen Vektor zurückliefern. So. So, was machen wir? Wir lesen ein Bit ein, also so lange, wie noch Daten in unserem Input sind, gehen wir die sukzessive durch. Also erstmal bauen wir uns natürlich den Bitbuffer da draus. Das hatte ich ja gerade schon hier irgendwo. Das können wir auch direkt einbauen, wenn der leer ist, dass wir da nichts machen. Schadet nicht. So, Buffer, hier ist das Ding Input, auch gut. So, dann haben wir unseren Input-Buffer. So, und jetzt lesen wir das Ganze ein. Und wir haben einen einfachen Fall, der jetzt bisher nur auftritt. Und das ist vermutlich mal wieder sowas wie Compressor oder so ähnliche Compression-Bit-Buffer, genau. So. Geht's? Ja. Wenn wir auf 0 Bit treffen, haben wir glaube ich gesagt, ne? 0, dann hauen wir einfach das nächste Zeichen raus und wenn wir auf 1 Bit treffen, dann machen wir etwas Sinnvolleres damit. Nämlich dann müssen wir gucken, wo unsere Daten sind. Aber wir können erstmal den ersten Teil coden, den anderen haben wir eh noch nicht. Also, das heißt, wir nehmen aus unserem Buffer, holen uns das nächste Bit. Buffer, get Bit. Und wenn das Ganze true ist, dann brauchen wir noch das Decoden von dem sinnvollen Part. Aber wenn es false ist, dann lesen wir einfach den nächsten Character. Const char c, das ist buffer get char. Und den hängen wir an und dann output buffer, den es noch gar nicht gibt. Output.pushback.
C. So, aufpassen. Wir müssen noch die Size auslesen. Die habe ich hoffentlich schon vorher gelesen. Die übergeben wir dann hier. Wie gesagt, die kann ich aus den Input-Daten nicht regenerieren wegen Padding. Das heißt, for size t gleich 0, i kleiner als pos. Nee, pos ist doof. Total. Total plus i. Das ist ja die Anzahl der Triple. Beziehungsweise die Anzahl der SLSS-Elemente. Hauen wir das raus. Und dann geben wir noch am Ende den Output-Buffer zurück. So, was brauchen wir noch? Wir müssen noch das Total uns holen. Das ist aber nicht weiter schwierig. Das müssen wir einfach, bevor wir das hier machen, müssen wir es auslesen. Also bevor wir aus dem Source-File den ganzen Rest auslesen, müssen wir einmal ein uint 64 ist das. Auslesen. Source-File-Read. Der Rest kann so bleiben, tatsächlich. So. Und dann. Output kennt er nicht. Habe ich nicht eben. Habe ich gedacht, dass ich das gemacht hätte. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ich wollte den Output-Buffer deklarieren. Naja, egal. Das nicht irgendwann gemacht? Ach, da auch eine Sache, ja. Geschickt. So, was war das jetzt? Hat jetzt durchgelaufen? Fail. Fail ist doof. Wo ist ein gefehlt? Hier. Decompress total. Wenn heutzutage die Daten nicht komprimiert werden würden, dann wäre der Stromverbrauch viel, viel größer. Mehr Festplatte. Ja, wahrscheinlich. Also wird es auch noch einige andere Probleme geben. Compress und irgendwie heißt die Funktion Compress, obwohl die Decompress heißen soll. Habe ich da jetzt irgendwas gerade überschrieben? Ich habe einfach nur die Funktion falsch benannt. Okay. So, das sollte jetzt theoretisch laufen. Nicht, dass es irgendwie auch nur ansatzweise Sinn macht, weil es nämlich noch nicht komprimiert, aber der einfache Fall müsste jetzt in beide Richtungen klappen. Also das heißt, wenn wir jetzt das Main eng nehmen, dann kriegen wir unser altes Main von eben. Gut aus. Na, das ist der Stand von vor längerer Zeit. Das ist echt so alt. Naja, wurscht, aber wir haben es. Nee, das ist. Das hat nicht funktioniert. Da hat irgendwie nicht geklappt. Das ist noch eine alte Datei. Genau. Das war einfach noch die Frage. So, warum sehe ich da jetzt nichts? Kurz gucken. Oh, passt. Achso. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das ab und zu mal zu bauen, das Programm. Okay, gut. Das Datei von eben sieht ziemlich genauso aus wie vorher. Ist also nicht kaputt gegangen, das ist schon mal gut. Aber ist jetzt auch nicht wirklich geschrumpft. Die müsste gewachsen sein, ein bisschen. Nicht viel, weil wir immer ein Bild hinzugefügt haben, aber ein bisschen. Sollen wir jetzt vergleichen? Achso, das geht nicht, weil die Main hat sich schon wieder geändert. Das heißt, wir müssen einmal die Main neu erstellen. Machen wir es denn? Compress Main nach Main Inc. So, wenn wir jetzt die beiden vergleichen, ne, dann ist die einfach nur klein wenig gewachsen von 3267 auf 3684. Ist ja auch klar, weil wir haben jetzt im Moment suchen wir noch nichts. Wir hängen einfach ein Bit an jedes Zeichen an und damit wächst die halt um ein Bit pro Zeichen. Aber zumindest ist es mal nicht völlig kaputt. Also wir können den Schrott, den wir produzieren, dekodieren und kriegen dasselbe raus wie vorher. Das ist schon mal ein guter. So, jetzt müssen wir einfach nur noch in den nächsten halben Stunde zwei To-Dos fixen. Ist eine Kleinigkeit. Allerdings glaube ich die niedlichsten Codeblöcke im ganzen Code. So, das eine ist der Search, also der Substring Search, und das andere ist,
was machen wir, wenn wir auf so einen Block stoßen. Und dazu würde ich vorschlagen, schreiben wir zuerst den Substring Search, weil wir dann gucken können, wie genau dieses Position definiert ist. Dann sind das ja auch nur so ein paar Zeilen Code. Also das wird die größte Arbeit hier, diese Search. Was müssen wir jetzt machen? Also wir haben jetzt diesen gesamten Buffer. Ja, den kriegen wir wirklich im Moment als komplettes übergeben. Wir nehmen also jetzt die ganze Datei in einen riesengroßen Buffer, ja, wenn die Datei groß ist. Da das Search ja aber wirklich einen Buffer kriegt, kann man das natürlich auch hinterher für große Dateien blockweise aufrufen. Das war jetzt so ein bisschen mein Gedanke, warum ich das hier in zwei Routinen aufgebrochen habe, sodass man halt, wenn man will, das Search dann, also das, Entschuldigung, das Compress würde man wahrscheinlich blockweise aufrufen. Und dadurch muss der Buffer nicht so riesig werden. Für unser Large Image zum Beispiel würden wir das für jeden einzelnen Image-Block dann separat aufrufen. Gut, also was macht das? Es kriegt also jetzt diese ganzen Daten als einen großen Block, das halten wir mal fest. Und innerhalb dieses Blocks gibt es irgendwo POS. Und POS ist so ein Trainer, der sagt, okay, alles davor ist potenziell Look-Ahead-Buffer oder mehr, Entschuldigung, ist potenziell Sliding Window oder mehr, ne, für den Fall, dass wir über mehr drüber geslidet sind, als wir kennen, als wir angucken wollen. Und alles, was auf der, was noch kommt, was also größeren Index hat als POS, inklusive dem Index selbst, ne, das ist unser Look-Ahead-Buffer plus eventuell auch noch ein bisschen mehr Daten für den Fall, dass das eben größer ist. Ne? Also irgendwo müssen wir also halt quasi von den POS ab irgendwie Look-Ahead-Buffer-Size, da benutzen wir eigentlich diese Variable, weit ein Substring-Search machen. Und dazu würde ich vorschlagen, wir springen halt eben zurück von POS. Also unser Start ist quasi Sliding Window Size. Ja, müssen wir noch einen kleinen Sonderfall beachten, dass das kürzer ist, aber da komme ich gleich noch zu. Also wir springen von POS Sliding Window Size zurück, so, und gucken, vergleichen da dann das ganze Char für Char-weise mit unserer Position am POS und versuchen möglichst lange Sequenz zu finden. Und das würde ich, wie gesagt, jetzt erstmal Brute Force implementieren. Das heißt, wir brauchen irgendwie sowas wie eine Position, wo wir starten. Ja, also das ist unser Search Start, nenne ich das mal. Ja, das ist im Prinzip sowas wie POS minus Look-Ahead Size. Ja, nee, Entschuldigung, POS minus Window Size. Ne? Also wir gehen da zurück und unser Search End, wenn man das jetzt einfach mal nochmal schreiben würde, das ist natürlich irgendwie Panne, das so zu schreiben, aber das ist irgendwie so Post minus 1. Ja, also Post selbst ist ja das erste Zeichen, wo wir, dass wir nicht, dass wir wollen das Zeichen natürlich nicht selbst suchen. Ne? Hallo? So, also zwischen diesen beiden Dingern müssen wir suchen. Jetzt müssen wir aber eine Kleinigkeit beachten, nämlich zum Beispiel, wenn man anfängt, dann ist Post 0. Ja, also wir fangen ja vorne an. Das heißt, das hier würde natürlich negativ werden. Wir müssen also gucken, dass der Kram nicht negativ wird. Das bedeutet also für die ersten paar Suchen, die wir machen, ja, da durchsuchen wir weniger. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie, wenn Window Size größer gleich POS ist, ne, dann bedeutet das, wir sind halt vorne und dann ist unser Search Start einfach 0. Ja, dann fangen wir einfach vorne im Buffer an. Und ansonsten das da. Jetzt nochmal gucken. Da müssen wir am besten noch, ich überlege gerade den Fall. Das kann ja. Mal gucken wir mal, wie das gleich ausgeht, weil 0 kann sogar auch schon zu groß sein für das allererste Element. Aber das sehen wir dann gleich noch, wie wir weitermachen. So. Und Search End. Das ist mit POS minus 1 unkritisch, weil POS läuft nie über das Ende unseres Arrays hinaus. Gut. Und damit gehen wir jetzt in For Loop mal, würde ich sagen. For Size T, Search POS oder so ähnliches. Search POS gleich Search Start. Und das soll. Ah, wenn es kleiner ist, dann können wir sogar Post schreiben. So schon Search End kleiner als. Oh Gott. Search Post kleiner als Search End. Das ist ja immer exklusive. Das geht also. Und hier einfach Search Post plus plus.
So, das ist halt, damit durchsuchen wir jetzt quasi das gesamte Sliding Window. Ne? Jetzt nochmal kurz hier drüber nachdenken, ob das geschickt ist. Also nehmen wir an, wir wollen 100 Elemente, dann machen wir das mal, die Windows heißt gleich, sagen wir Spaß, aber gleich 1, dann ist relativ klein. Dann suchen wir von POS minus 1 bis POS exklusive und das sucht genau ein Element. Ja, das passt. Okay, gut. So, was machen wir jetzt, während wir so da drin rumkrebsen? Wir müssen jetzt jedes von jeder, also wenn wir es jetzt Brute Force implementieren, ne, wie sucht man Substring? Also wir haben hier einen String und wir haben hier so eine ganz lange Sequenz. Ne? Dann ist die Brute Force Implementierung, die würde ich jetzt zum ersten Mal machen, ist, wir fangen vorne an und gucken, ist der erste Character gleich dem? Okay, super. Ist der nächste Character gleich dem? Okay, super. Ist der nächste Character? Okay, nicht mehr. Gut. Dann merken wir uns, okay, hier an der Stelle hatten wir Länge 2 jetzt in meinem Beispiel. Ne? Merken uns das erstmal Zwischenlänge und gehen einen Charakter weiter. Ja? Und wiederholen den ganzen Mist. Und so lange, bis wir halt am Ende angekommen sind, dann das längst Mögliche gefunden haben. Wie gesagt, wir können gerne hinterher auch noch ein intelligenteres String Search implementieren. Da macht man vorher so eine kleine Analyse auf dem String, den man durchsuchen will. Dann braucht man nicht einen weiteren Spring, sondern man kann größere Sprünge machen. Aber machen wir es jetzt mal in einzelnen Sprüngen erstmal. So, und da gibt es noch so ein paar nicklige Sachen zu beachten, denke ich mal, weil zum Beispiel, wenn wir ganz am Ende angekommen sind, dann wollen wir natürlich nicht mehr alle suchen. Wir müssen also sicherstellen, dass, also hier können wir Search End, von dem können wir auch was abziehen. Könnte aber negativ werden. Eventuell kriegen wir noch ein paar Breaks hier rein, weil wenn wir zum Beispiel ganz am Ende angekommen sind, dann wollen wir natürlich weniger lang suchen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel 5 Elemente vorm Ende sind, aber unser Look-Ahead-Buffer ist 10 Elemente groß, da wollen wir trotzdem nur 5 suchen, sonst würden wir darüber hinaus lesen. So, was machen wir? Wir haben irgendwie sowas wie bei jedem Suchen generieren wir uns eine Länge. Ja? Also das heißt, wir haben, was speichern wir Länge? 32 Bit erstmal. Die darf aber nie größer werden als die Look-Ahead-Bits, aber ist egal. Length. Ja? Und die startet erstmal bei 0. Das ist jetzt unsere aktuelle Länge unseres Elementes. So, dann irgendwann, dann suchen wir das und dann, wenn die Länge an der aktuellen Stelle, wenn die größer ist als von dem E, die Länge, also von unserem bisher besten Element, was am Anfang erstmal eine Länge von 0 hat, dann speichern wir es einfach mal ab. Dann sagen wir E.length gleich Length und E.position gleich Searchboss. Und da müssen wir, glaube ich, hinterher aufpassen. Aber das werden wir noch sehen. Es kann sein, dass es irgendwie sowas ist, POS minus Search POS oder sowas. Da müssen wir gleich noch überlegen, weil es kann sein, dass wir diese Search POS so beim Dekodieren nicht mehr finden. Aber das sehen wir. So, und E.data, das ist dann das nächste Zeichen. Ja, das heißt, das ist sowas wie, ups, POS, nee, Input von POS plus Length. Gucken. Da müssen wir aufpassen. Das könnte out of range gehen. Da müssen wir auch nochmal schauen. Aber ne, das ist dann das nächste Zeichen hinter unserer Sequenz. Also wenn wir nochmal in sonst zum Beispiel hier zurückgehen, habe ich schon irgendwie zugemacht. So. Ne, das war hier. Ja, also auch wenn wir eine Sequenz finden, 6,2, ne, anstelle 6,2, dann haben wir das erledigt, aber trotz alledem hängen wir ja das nächste Element an. Das heißt, wir nehmen unsere Position plus 2 und das hängen wir noch an. So, jetzt müssen wir gucken, dass das hier noch ein gültiger Index ist. Das heißt, wir müssen hier oben bei der Suche schauen, dass unser Length nicht zu groß wird. Auch noch aufpassen. So. Aber prinzipiell ist es dann das. Und hier unten brauchen wir noch einen Check. Find short sequence. Schreibe ich auch mal bei.
Ja, also am Ende steigt ja der Loop irgendwann aus und dann sehen wir hier an der Stelle, was ist die beste Länge, die wir gefunden haben. Und wenn diese beste Länge immer noch so kurz ist, dass es geschickter wäre, lauter einzelne Elemente zu coden, dann switchen wir wieder um. Also das ist die LZSS-Geschichte. Ne? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Wenn nicht, weil gerade nicht allzu viel passiert im Chat, einfach fragen. Vielleicht mache ich auch Quatsch. Ist ja auch durchaus möglich. So, hier brauchen wir jetzt einen neuen Loop. Also hier gehen wir jetzt über die Länge soweit alles klar, perfekt. Hier gehen wir jetzt über die Länge des Look-Ahead-Buffers. Ne? Das heißt, wir sind jetzt an einer fixen Position. Also wir sind jetzt, sagen wir mal, an Position 7 oder sowas ähnliches in unserem Sliding Window. Und unser Look-Ahead-Buffer ist 8-Bit. Das heißt, wir gucken jetzt, ob wir bis zu 256 Zeichen irgendwie da sukzessive finden können. Das ist ja leicht auszurechnen, das ist ja super simpel. Ne? Das sind, da rechnet es einfach aus 90 Minuten, rechnet es in Sekunden um, mal 24 Bilder pro Sekunde, mal der Auflösung und dann hast du es schon. Also das ist ja wirklich super einfach. Kommt eine elendig große Zahl raus. So, okay, also das heißt, wir brauchen jetzt eine Schleife und ich schätze mal, die hat einen Haufen Abbruchbedingungen. Also machen wir da mal eine While-Schleife. So, wann bricht die jetzt alles ab? So, das heißt, die bricht erstmal ab, wenn die beiden Charakter unterschiedlich sind. Also das heißt, wenn von unserem Input das Zeichen, wo wir gerade sind, an Search Post, wenn das unterschiedlich ist zum Zeichen an der Stelle Post. Ne? Ja, wir wollen ja so quasi so da durchschieben und gucken, ob die beiden gleich sind. Also dann müssen wir aufhören. Ja? Dann wachsen wir nicht weiter. Also irgendwie steht hier sowas wie Length plus plus, schätze ich mal. Ja. So. Gut, was kann uns aber noch passieren? Uns kann zusätzlich noch so kurz überlegen, das ist natürlich Search Post plus Length hier sinnvollerweise. Sonst würde sich das ja nicht ändern. Ne? So, damit und dann natürlich auch plus Length. So, ne, dann shiften wir so durch und sobald wir zwei unterschiedliche finden, sagen, okay, gut, jetzt haben wir so einen Teilstring gefunden. Und das soll natürlich, ist der White natürlich gleich. Ne? Also solange wie die beiden gleich sind, machen wir weiter. So, jetzt können aber, denke ich mal, noch verschiedene andere Dinge passieren, die uns zum Abbruch zwingen. Zunächst mal könnte es sein, dass wir eben, genau, das ist die Größe deiner DVD. In Bit. Ne, 24 ist, nee, der kommt nicht noch. Das ist nicht noch BPP, ne? Das ist, achso, doch, mal 24, das ist dein, okay, BPP, doch, hast recht. Ich dachte jetzt gerade, die 24 wäre schon dein Rot, Grün, Blau, aber das ist natürlich die 24 Bilder. Aber egal, zurück. Also das heißt, das nächste, was wir checken müssen, ist, wir haben unseres Post plus Length. Ja, das wiederum muss kleiner bleiben als data.size. Ne? Denn wir schreiben ja das am Ende raus. Das heißt, wenn wir fast fertig sind, ja, also wir haben unseren Postpointer bis fast nach hinten geschoben, dann kann es sein, dass unser Look-Ahead-Buffer kleiner ist als unsere Look-Ahead-Size, ne, weil wir einfach nicht mehr genug Daten haben. Und das heißt natürlich Input.size. Ne? So, also das ist eine weitere Abbruchbedingung, die wir haben. So, was kann uns jetzt noch passieren? Also es kann sein, dass wir hinten rauslaufen. Es kann uns aber auch passieren, dass wir vorne rauslaufen. Ja? Das heißt, unsere Position hier, Search Post plus Length, die muss auch kleiner bleiben als Post. Ne? Ich glaube fast, das ist schon. Schauen wir mal. Das müssen wir auch noch sicherstellen, dass wir halt in dem Sliding Window, dass wir da nicht länger werden als ja, als unser Buffer vorne. Ne? Sonst haben wir auch ein Problem. So, und wollen wir außer Length noch irgendwas anderes machen? Nö, das ist eigentlich alles. So. Und
Die Search Post selbst, das ist ein Size T, ja, aber die kann ja nie größer werden als unser Buffer. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, gleich noch hier gucken, was wir genau machen. Aber generell denke ich mal, sollte das jetzt funktionieren. Die Frage ist noch, ob wir eben Search Post rausschreiben, weil das ist jetzt die Position innerhalb, also das ist wirklich die Position in unserem großen Buffer. So, können wir die beim Deko, gehen wir erstmal davon aus, dass das geht. Das ist dann ein bisschen was anderes als das, was wir auf den Folien haben. Also, wenn wir den Folien. Folien? Wieder zugemacht. Warum mache ich die immer zu? So, also hier habe ich gesagt, dass ich hier von 0 anfange und das. Ah, nee, das können wir nicht machen. Doch, das wäre tatsächlich sogar dieselbe Position. Nein, nicht ganz. Aber die Position, wenn wir die so rausschreiben, wie sie ist, dann kann die tatsächlich zu groß werden. Warum? Weil unser Local Head Buffer sind 232k, wollten wir den wählen. Damit reicht unser UInt 16 sogar, glaube ich. Ne? Also hinterher machen wir dann 16 draus, beziehungsweise warum machen wir es dann nicht direkt? Das ist ja Quatsch eigentlich, das zu casten. Ja, so der kann natürlich, der UInt 16 hier, den wir jetzt da auch machen müssen, der kann das natürlich überlaufen, weil Search Post kann natürlich groß werden, wenn wir gehen zwar nur maximal 32k zurück, aber da das Ganze ja wandert in unserem großen Buffer, kann, ne, im großen Input-Buffer, kann das natürlich relativ klein werden. Das heißt, wir speichern am besten die Relativposition von Post ab. Ne, die ist natürlich klein. Also das heißt, das hier ist Post minus Search Post. Das ist wie viel Zeichen sind wir von unserem Startposition zurückgelaufen. Ne, damit ist das auf jeden Fall klein. So, und Length, da müssen wir auch noch sicherstellen, dass Length nicht zu groß wird. Das kann natürlich tatsächlich zu groß werden hier. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass Length kleiner ist als unser Lookahead-Bits, ne? Als unser Lookahead-Size. Haben wir das? Passiert das schon automatisch? Ne, das passiert nicht automatisch. So, das kann also noch vorkommen. Na, jetzt suchen wir maximal 20 Zeichen und damit könnten wir das hier auch zum UInt 8 machen und damit verschwindet unten auch die Warning. So, und jetzt jammert er darüber, dass wir was Großes mit was Kleinem vergleichen. Result of comparison of constant 256 with UInt. Ist das ein Problem? Frage ich nicht gerade, wenn wir dann 256, das Ding klar, das kann natürlich maximal 255 sein, aber wir vergleichen ja. Ach so, im Fall von gleich würde das natürlich erst abbrechen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich minus 1 machen. Ne? Gucken. Nee, das darf noch gleich sein. Nachdenken. Wir müssen aber aufhören, es bei 255 müssen wir aufhören zu inkrementieren. So, das heißt, wenn das Ding gleich ist, Lookahead Size minus 1, da müssen wir schon aussteigen. Okay, gut. Ich denke, das soll es gewesen sein. Gucken wir mal. Also hier unten gibt es noch diese Short Sequences und das Dekodieren haben wir noch nicht. Aber das Encodieren müsste eigentlich jetzt funktionieren. Gucken wir mal, was hier war. Krise. So, sagen wir mal Compression. Läuft durch. Und wir haben das von, es ist immerhin mal geschrumpft, von 3818 auf 2105. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Solange wir das nicht dekodieren können, wissen wir natürlich nicht, ob es funktioniert. Aber machen wir es mal mit etwas größeren Daten, natürlich ein sehr kleiner Datensatz. Nehmen wir mal das Binary, also Compression hier. Uah, na egal, nehmen wir es. MA-Inc. Oh, ich hätte vielleicht ein Release-Bild machen sollen. Das wird natürlich in erbärmlich langsam.
So. Okay, ja, das schrumpft schon ein bisschen besser. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Größenordnung scheint mir auch nicht so völlig kaputt zu sein. Vergleichen wir das mal mit Zip. Compression. So. Ja, also es ist so ungefähr das, was ich erwarten würde. Also wir sind noch, wir verlieren natürlich ein bisschen was. Also weil uns noch der Softman-Coding fehlt, aber wir sind so um Faktor 1,7 sind wir ungefähr dran. Ne? 1,7, 1,8 so. Na, ein bisschen besser sogar, also 1,6 irgendwas. Ne? Sind wir größer als das. Das scheint mir das zu sein, was ein Huffman-Coder so rausholen kann. Haben wir eben gesehen, so. Der holt so, wenn es gut läuft, so um die 2 raus. Okay, also das ist jetzt nicht völlig kaputt. Jetzt kümmern wir uns noch darum, dass wir kurze Sequenzen, also zumindest sagen wir so, die Werte sind das, was man so erwarten würde. Jetzt kümmern wir uns noch darum, dass wir kurze Sequenzen expandieren. Das heißt, wir schauen jetzt noch, wenn das, was da rauskommt, wenn das länger ist als einfach das direkt zu encoden. Ja, also Zeichen für Zeichen zu encoden. Dazu müssen wir einfach nur gucken, wie groß wäre unsere Sequenz, wenn wir sie Zeichen für Zeichen encoden. Ein Zeichen hat 9 Bits, also 9 mal, also ist eine Bit für den Flag plus die 8 Bit des Zeichens. Das heißt 9 mal Length, ja, ja, das sind einfach 9 einzelne, also diese 00 Char-Pairs, ne? Wow, ziemlich gut, hört sich nicht schlecht an, aber Tag nicht vom Arm loben. Solange ich das nicht dekodieren könnte, sind wir nicht sicher, ob wir nicht einen Bug drin haben. Ne? Also 9 mal Length, wenn das kleiner ist als was auch immer die aktuelle Größe ist, dann sollten wir doch lieber das hier zurückliefern. So, und wie groß ist jetzt das Teil? Das ist ja gar nicht so schwer. Das schreiben wir ja raus als den Char einmal. Das heißt, wir haben 8 Bit für den finalen Char. Dann haben wir, also wir können auch direkt sagen, 9, das ist dieses eine Bit vorne, das 8 Bit hinten. Und dann müssen wir noch Position und Length raushauen. Ne? Das heißt 9 plus die Size von Position und die Size von Length. Und das sind einfach Window-Bits und Look-Ahead-Bits. Ups, das war. Ne, das ist das so. Window-Bits plus Look-Ahead-Bits. Ne? Und so, wenn das jetzt eine bessere Idee wäre als das hier, das passiert wahrscheinlich, wenn wir Zweiersequenzen finden, dann gehen wir doch lieber den einfaches Fall zurück. So, okay, gucken wir mal, wie viel uns das bringt. Na egal, das ist natürlich doof, weil jetzt ändern sich ja unsere ganzen. Wir sollten vielleicht nicht immer das Programm selbst komprimieren. Das ist doof, weil das ändert sich ja bei jeder Ausführung. Ja, egal. Nehmen wir mal an, dass sich das Compression nicht so alt, das Binary nicht so obermäßig krass jetzt ändert, dadurch, dass wir es neu bauen und komprimieren es nochmal neu. Wie groß war es vorher? 176. Oh, 1,4. Schon ein bisschen besser. Ja, und vorher war 6,1. Also wir können nur die Größe vergleichen. 6,1, 2,1,6. Die Größe hat sich nicht brutal geändert, die hat sich gar nicht geändert, aber natürlich hat der Inhalt geändert. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen sketchy. Ja, ich kann noch mal mit Zip komprimieren. Gucken, ob sich da viel geändert hat. Komprimieren. So, das hat er jetzt umbenannt. Der will halt die Zip gar nicht überschreiben. Compress. So, alles war vorher 10, 817, 10.817. Ist sogar ein bisschen gewachsen. Ja. Also jetzt sind wir nur noch ein Faktor von ungefähr 1,3 irgendwas weg. Also gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir, dass das völlig unoptimal ist. Vermutlich sind wir von der Performance ja katastrophal, weil die String Brute Force Search natürlich ziemlich lahm ist, aber. Aber okay, so jetzt müssen wir den ganzen Mist noch innerhalb der nächsten 6 Minuten dekodieren. Ich glaube, das hat man letztens auch hingekriegt. Das Komprimieren, das Huffman-Encoden war ungefähr so. In Time habe ich noch 1 Stunde gebraucht fürs Dekodieren, aber das sollte jetzt nicht so lange dauern. Okay, so wir müssen jetzt also noch das Dekodieren hier machen und dann werden wir sehen, ob unsere Größe okay ist oder ob ich irgendwo beim Rausschreiben noch einen Bug habe.
Gut, was müssen wir jetzt also machen? Wir haben uns jetzt also entschieden, mal kurz schauen, wir haben uns jetzt also entschieden, rauszuschreiben die Länge, so wie sie ist, die Position minus die Search Pos und die Daten so, wie sie sind. Und gucken wir mal, ob wir das auch richtig rausschreiben. Das ist add char, add bit. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. So, das Bit haben wir schon ausgelesen. Wir wissen jetzt also schon, dass wir den Fall haben, dass wir jetzt eine Sequenz von mehreren Sachen haben. Das heißt, wir holen uns jetzt zunächst mal die Length. Die ist schon mal unkritisch. Const, wir könnten natürlich auch das Ding hier direkt deserialisieren. Wir können das auch da oben reinschreiben. Oh, ist vielleicht gar kein schlecht. Na, ist natürlich. Dann machen wir es. Dann muss ich den Code. Ich lese es erstmal so aus. Kann man später noch ändern. Weil dann funktioniert natürlich der Code. Machen wir es erstmal so. Ich denke, wenn wir können hinter den ganzen Codeblock einfach hochkopieren, weil dieses diesen, also von hier aus, von hier bis da, ne, weil das muss ja schon da oben rein. Also, jedenfalls lesen wir jetzt aus. Buffer. Punkt get und zwar ein Unit 16 und wir holen uns aus dem Buffer dann noch ein Unit 8. So, die wollen wir auch nicht ändern. Ist die auch in der richtigen Reihenfolge? Position Length. Position Length, okay, gut, das ist in Ordnung. So, wo bin ich? Da. So, jetzt haben wir den. Den müssen wir als letztes auslesen. Ne? Position Length Char. Okay, gut. So, was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, ganz am Ende muss der Char wieder angehängt werden. Gut, das ist einfach. Das können wir vielleicht sogar dazwischen machen. Jetzt aufpassen, dass das dazu passt, weil wenn wir den anhängen, dann ändern wir unseren Output. Auf dem Output müssen wir aber auch gleichzeitig diese ganzen Position-Geschichten machen. Gut aufpassen, wann wir den anhängen, ob wir den vor oder nach der Berechnung hiervon machen. Ich mache das erstmal nachher, weil der auch hinter angehängt wurde. So, jetzt gucken. Die Position war relativ zu unserer aktuellen Position. Unsere aktuelle Position, wenn wir es jetzt dekodieren, ist im Moment noch schlichtweg die Länge des Inputs. Ja, also. Ich mache da mal eine Variable aus, const size t. Meine Güte, size t pos ist gleich input.size minus 1. Ne? So, das ist jetzt in dem Moment, wo wir anfangen wollen zu dekodieren, ist die Position zwischen Sliding Window und unserem und unsere Decoder-Position, ja, die ist genau die Länge des Arrays, ne? Ein LZSS-Kompressionsalgorithmus, das, was in Komponente in deinem ZIP auch drin steckt, das werde ich machen. So, ich bin eigentlich fast fertig. Habe auch nur noch 2 Minuten. Naja, ich sehe schon kommen, dass das irgendwie länger dauern wird, aber so ungefähr wird es darauf hinauskommen. So, das ist unsere Position. So, und hier das Ding heißt, aber Pos und Position ist natürlich ein bisschen scheiße. Nehmen wir das mal hier. Start Position. Wort in der Art. So, und das ist unser, ja, das ist einfach das Ende jetzt erstmal. So, und jetzt müssen wir das wieder umrechnen. Ne? Wir müssen jetzt unsere echte Startposition. Nenne ich denn die Variable jetzt Relative Position, nenne ich es jetzt mal. So, jetzt müssen wir eigentlich, im Prinzip müssen wir nur sowas machen wie ein Loop, ne? Also sowas wie for size t i gleich irgendwas, das kommt noch, i kleiner als, wir können ja auch 0 einsetzen, i kleiner als length, ja, so viel Zeit müssen wir es uns holen, plus i. Okay, 0 einsetzt, super, das war nämlich direkt fertig. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch sukzessive hier Sachen anhängen. Also, wir müssen aus dem Buffer selbst was rausholen.
Ne? Also wir müssen irgendwo vorne vom Buffer was nach hinten in den Buffer noch zusätzlich kopieren. Und das ist jetzt Copy Post, nenne ich das mal. Und die müssen wir jetzt nur noch bestimmen. Ne? Const. Das heißt, die Copy Post oder Copy Source oder sowas ähnliches. Ja, so. Und die hängt jetzt irgendwie auf jeden Fall mal von i ab. Ja, denn das i wächst ja. So, und das ist jetzt wahrscheinlich einfach sowas wie Relative, irgendwie so POS minus Relative Position oder sowas. Ich jetzt mal gucken, ob das sinnvoll ist. Plus i. Das Ganze muss dann hinterher noch das. Mal gucken, ob das Sinn macht. Und wenn das jetzt Sinn machen würde, dann wären wir sogar schon fertig. Wir haben diese relative Position, haben wir reingeschrieben, POS minus, also wir wollen eigentlich sozusagen Search POS wieder regenerieren. Ne? So, denn Search POS ist ja die Position im Array, wo ich das hergeholt habe. Ne? No, also hinterher müssen wir irgendwie wieder auf diese Variable kommen. Das war POS minus Search POS. Jetzt gucken wir mal, ob das sich numerisch da auflöst. Also das, was wir machen jetzt, POS minus Search POS. Und das ist POS minus Search POS. Und da stimmt das Vorzeichen nicht. Ne? Das ist minus Search POS. Das muss also Relative Position minus POS sein. Dann wird es passen. Relative Position Post minus Search Post und das muss gucken. Also so rein von der Mathematik würde ich sagen, das muss Search Post minus Post sein. Macht das auch Sinn? Ne, ist aber noch nicht richtig. Weil wenn wir das machen. Sieht das jetzt so aus? Genau, das wäre negativ. Da müssen wir, wenn wir einfach Post dahinter. Relative Position ist. Ich lösche so Post minus Search Post. Müssen wir, also Relative Position ist das etwas da. Wenn ich das jetzt da substituiere, kommt daraus Post minus Search Post minus Post. Das ist immer noch falsch. Doch richtig. Habe ich jetzt gerade ein Blatt vom Kopf. So macht es irgendwie, finde ich, für meinen Geschmack irgendwie mehr Sinn. Lange war ich in der Minus, oder? Ja. Jetzt bei Dioden. Ach. Haha, ja. Ne, Klammer beachten, das erste war schon richtig. Ne, wenn ich die Klammer auflöse, dann zieht sich natürlich das in beide rein und dann sieht das so aus und dann passt das. Das ist nämlich Post minus Post plus Search Post und dann passt das. So, gucken wir, ob das funktioniert. Sieht gut aus. Ich habe beschlossen, das sieht gut aus. Compression. So, wir komprimieren das jetzt. Segwall ist immer schlecht. Das ist unser Index, wird auch noch nicht ganz richtig. So, mal gucken. Relative Position, das ist wie viele Schritte wir von Post aus zurückgehen mussten, oder? Weil das würde dann ja auch Sinn machen. Ne? Mal schauen. Über Post minus diese Suchposition. Das ist die Anzahl. Überlegen.
Das ist auf jeden Fall mal positiv, weil die Search Boss ist garantiert kleiner als Boss. Das ist schon mal eine gute Idee. Das heißt, das ist definitiv aus meiner Sicht eine sinnvolle Sache, die wir machen wollen. Okay, gut. Also das scheint mir geschickt zu sein. Search Boss auch die richtige Sache, richtige Variable hier. Das ist im Moment unser aktueller Start. Ja, auch das macht irgendwie auffallend viel Sinn, das da reinzuschreiben. Gut, also ich glaube, der Teil ist unkritisch. Das in UNT 16 zu casten, ist auch in Ordnung. Nochmal sicherstellen. Denn das Ganze hier kann das irgendwie overflowen. Sollte es aber nicht, denn Search Pos ist maximal. Fängt bei Search Start an und Search Start ist maximal Window Size kleiner als. Als POS, insofern, na doch, das kann noch Overflow. Moment, muss ich da nicht Search Start, eventuell POS minus Windows Size minus 1 oder sowas machen. Das wäre mal eine gute Idee. Ne? Weil nehmen wir an, wir haben 16-Bit, dann kommt hier wirklich die Length raus. Und wir wollen natürlich Length minus 1 Schritte maximal nach vorne gehen. Ne? Das ist schon mal das Erste, was vielleicht ganz geschickt wäre, dass man an der Stelle vorsieht, dass das nicht zu groß wird. So, also Search End. End ist aber in Ordnung. So. Dann ist das hier schlimmstenfalls der kleinstmögliche Wert für Search POS ist Search Start. Danach wird es nur vergrößert. Das heißt, POS minus Search Start sind im schlimmsten Fall Window Size minus 1. Window Size minus 1 passt aber in UNT 16 rein. Das ist so designed. Gut. Das gucken wir mal, ob das unser Problem ist. Glaube ich aber nicht. Nichtsdestotrotz, das war ein potenzielles Problem, was nicht passieren konnte. So, jetzt gucken wir nochmal beim Decode. Das kann ja eigentlich wesentlich nur in dieser einen Zeile sein. So, jetzt überlegen wir mal. Die Position minus der relativen Position. So, das ist auf jeden Fall mal kleiner als POS. POS ist, aufpassen, das habe ich auch richtig gemacht. So, das ist Input Size minus 1. Gut. Das wahrscheinlich das minus 1 gehört da nicht hin, denn das habe ich hier auch nicht gemacht. No, ach doch, nee, das ist richtig. Der Index des letzten Elements ist die Window Size minus 1. Doch, das macht Sinn. Okay. Der Index des letzten Elements ist die Window Size minus 1. Das ist okay. So, und von dem Ding gehe ich jetzt relativ Position viele Elemente zurück und addiere da i dazu. Und das ist die Length. Und das macht auch Sinn. Also Debugger hilft uns jetzt gerade nicht, außer wir würden jetzt mal einen relativ kleinen Datensatz da reinjagen. Nicht eher POS gleich Output Size. Oh, warte mal. Das ist ein gutes Argument. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut sogar. Moment. Ja, Input dürfte da nie vorkommen. Hast recht. Das dürfte also ein einziges Mal hier. Ja, sehr, sehr gutes Argument. Ja, das passt schon. Damit ist natürlich jetzt momentan immer die Länge 0 gewesen. Gut, danke. Gut aufgepasst. Also nochmal. Der Kompressor machen wir trotzdem nochmal neu. Test. Und Test den Compression 2. Ah, es ist schon nicht gecrashed. Compression. Ah, schade eigentlich. Gucken wir mal, wie sehr sind denn unterschiedlich. Sieht schon von der Länge her ganz massiv unterschiedlich. Ne, die ist gleich. Okay, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber die sind noch nicht komprimiert, was wir uns angucken können.
Beispiel die Main-Methode. Fast. Angucken. Okay, da geht so ab und zu mal was verloren. Da ist irgendwo die Länge eins zu klein oder so, würde ich wetten. Also verlieren ab und zu mal ein Zeichen. Oder haben wir das Falsche? Also wir sind schon ziemlich nah dran, aber noch nicht ganz. Beim Dekodieren mal gucken, was passiert denn an der Stelle hier. Hier verlieren wir auch ein Leerzeichen. Das müsste jetzt in etwa so aussehen. Und es kommen welche dazu. Gucken wir mal. Also hier müsste F-Stream stehen. Also das hat gerade noch so geklappt. Das macht auch Sinn, weil hier oben haben wir wahrscheinlich nichts recyceln können. Das Include war das Erste, was wir... Das hat er sicherlich beim Komprimieren sich von da oben geholt. Also Include. So. Und dann fehlt einfach ein Zeichen. Nee, nicht ganz. Was ist denn da passiert? Da lesen wir irgendwie das falsche Zeichen. Das ist irgendwie geschiftet oder so. Und hier ist wieder ein Include. Da fehlt das Space. Es fehlt jetzt der Zeilenumbruch auch. Gut, das Stream wiederum, das würde auch komprimieren. Das heißt also, das hier müsste so viel gewesen sein wie das Include. Das mit dem Leerzeichen, das muss er sich geholt haben. Dann hätte eigentlich ein Klammer zu sein kommen müssen. Ja, also da ist irgendwas noch mit dem Length, wahrscheinlich irgendwo Length plus 1 oder sowas einfach nur. Gucken wir mal. Was machen wir denn beim Komprimieren? Oder beim Dekomprimieren, schauen wir mal kurz. So. Was machen wir da? Wir hängen auf jeden Fall das zusätzliche Zeichen an. Vielleicht ist das auch nicht in Ordnung. Mal schauen. Post plus Length. Nehmen wir mal an, wir... Das können wir uns aber im Debugger angucken, schätze ich mal. Nehmen wir einfach hier mal kurz reinschreiben. Irgendwo setze ich die Run-Parameter. Wo ist denn das jetzt schon wieder hier? Wo setze ich das jetzt bei Xcode? Die Parameter, mit denen ich das Ganze starte, ist irgendwo bei Edit oder sowas ähnliches. Ich glaube hier oben. Edit Scheme. Na. Arguments, da ist es. Das ist jetzt doof. Compression. Compress. CPP. No. Main Code oder sowas ähnliches. Ob die minus 1 beim Output ist, gucken wir mal. So, jetzt können wir es jedenfalls laufen lassen. Breakpoint habe ich da. Schauen wir mal eben kurz, was passiert. So, das erste, was war. So, also, das erste, was wir finden, ist E-Data ist ein O. Okay, gucken wir uns mal an. Das erste, was er findet, ist ein O. Ja, das macht Sinn. Okay, als erstes findet er der erste Buchstabe der Doppelkorrektur ist das I. Das ist okay. Und dann sagt er, wir encoden das I. Das heißt, da müsste jetzt wahrscheinlich rauskommen, Position 9. Gucken wir mal. Also wir sind jetzt gerade hier, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, bitte ein Zeichen. Zeig mir das mal vernünftig an. So, bitte ein Zeichen. Hol dir das I und häng anschließend noch ein O an. Ja, das macht voll Sinn. Gucken wir mal weiter. Nächstes Mal, dass wir hier stehen bleiben, ist beim E. 8, 1, E.
Genau, das ist das, was war. Wo? 81E, das ist. Wo ist ein E? R? Nee, kann nicht sein. Was ist das? Wo haben wir denn E? Was ist unsere aktuelle Position? Search Post ist 7. Nee, Post müssen wir haben. Post ist 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach doch, klar. E. Ja, macht Sinn. Das E kommt natürlich da vorne auch schon mal vor. Aber das ist ja irgendwie komisch. Da hätte ich jetzt ein A erwartet. Also, gehen wir mal ganz durch. 15, dann nochmal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Achso, ich glaube, ich muss noch eine Zeile weitergehen. Ne? Ich habe es noch nicht geschrieben. Okay. Genau, da habe ich ein A. Okay, das macht auch Sinn. Ja. So. Das nächste Mal, und jetzt gehen wir direkt die Zeile weiter, damit da sinnvolle Werte drin stehen. Das nächste Mal sagt er F und da will er sich von Stelle 20 10 Zeichen holen. Das ist genau das, was er haben wollte. Ne? Das ist nämlich das hier und jetzt will er sich das hier 10 Zeichen holen. Das sind wahrscheinlich 10. Ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Okay, das passt. Das sind 10 Zeichen und da möchte er gerne das F anhängen. Und das ist auch wahrscheinlich das Erste, was wirklich erzeugt wird, weil alle anderen haben wir hier direkt wieder ge gekillt. So, das heißt, gut, da springen wir jetzt sicherlich raus. Bleibt dabei. Da gehen wir nicht rein. Genau, jetzt schreiben wir das allererste Mal wirklich was raus, was nicht so ein 0-0 irgendwas Block ist. Und der wird falsch dekodiert. Okay, aber der Block selbst, also die Kompression, scheint mir okay zu sein. 2010F, das macht ziemlich viel Sinn. Das heißt, jetzt müssen wir uns das Ganze mal im Decoder angucken. Dazu müssen wir jetzt die Parameter ändern. Und da ist eine Kleinigkeit. Hier. Oh, das ist ja richtig praktisch. Da kann man jetzt sagen, uncompress, kann den abschalten, kann noch einen weiteren hinzufügen, nämlich was weiß ich was. Habe ich da eben irgendwie so schön verdoppelt. Irgendwie so. 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 Baud eng, na, aber bitte nicht unser CPP überschreiben. Das wäre jetzt der super GAU. Ganz genau aufpassen. Den aus. Wir wollen uncompressen und zwar wollen wir das eng uncompressen nach Main 2. So. Uncompress, Main eng nach Main 2. Okay, klappt. So. Zurück in den Kompressor. Zurück ins Decompress. Und zwar hierhin. Das müsste die erste, da müssen wir aufschlagen. So. Weit noch? Finished running. Okay, das ist schon mal ganz schlecht. Die Anzahl der Parameter nicht oder was? Wenn ich hier rausspringe. Ach so, nee, nicht auch so. Decompress, decompress. Der ruft auch nicht irgendwann mal die Funktion decompress auf. Ja, gehen wir rein. Ach so, Input ist empty. Das heißt, da habe ich auch den Teilnamen falsch angegeben. Von Main Eng, wie habe ich es genannt? So, die ist leer. Ach, weil ich es eben nie habe durchlaufen lassen, ist die leer rausgeschrieben worden. Können wir aber von Hand aufrufen. Main Release. Compression. Main. CPP nach Main Eng. So. Und das C fehlt noch.
Gut, jetzt kannst du aufrufen. Gut, sehr schön. Weg damit, auch weg damit. Gut. So, okay, jetzt kommen wir hier erstmal rein und dann dekodieren wir einen Haufen Zeichen. Ja. Und jetzt kommen wir irgendwann zu unserem berühmten Punkt. Wir haben es eine Relativposition 20, sehr schön. Wir haben eine Länge von 10, das ist vermutlich ein 10. Okay, das ist eine 10. So, und in unserem Output-Buffer steht jetzt drin, das, was da drin stehen soll. Das ist auch okay. So, und da ist jetzt einfach nur so ein Index irgendwie auf. Kann man das irgendwie global umschalten? Wie lange kann es dauern, mir das als Chart anzuzeigen? Ich gebe zu, der Buffer ist ein bisschen größer, als ich erwartet hätte. Habe ich den Debugger kaputt gemacht? Na egal, dann nehmen wir also Sekunden Output wollen wir uns angucken. Machen wir den falschen Buffer. Genau, so, da haben wir es. So, wir haben so bisher erfolgreich include Leerstelle, Klammer auf und so weiter dekodiert. New Line. So, wir sind jetzt gerade an Stelle 19 und das müsste auch unser POS jetzt sein. POS ist 19. Das ist okay. So, von Stelle 19 wollen wir jetzt, starten wir jetzt mit dem i gleich 0. Ja, das heißt, unser Copy Source ist Bullshit. Warum? Das ist schon mal 20. 20 minus 19, schlechte Idee. Unsere Relativposition ist 1 zu groß, also der Post ist 1 zu klein. Okay. Na, ich zeige nicht so ganz, warum das, aber machen wir es erstmal. Uncompress main ink. Haha. Habe ich nicht eben noch gesagt, wir müssen gut aufpassen, in welcher Reihenfolge wir das tun. Ich hätte das natürlich vorher machen müssen, dann wäre das auch richtig mit dem minus 1. Aber ist egal, wenn ich es hinterher mache. Nee, ich muss es hinterher machen, weil es angehängt wird, aber das ist trotz alledem das Zeichen. Genau, so. If main, CPP main, 2 CPP. Immer noch unterschiedlich, aber das ist okay, weil das gerade die Änderung ist, die ich gerade gemacht habe. Also wir vergleichen jetzt gerade, also es funktioniert. Wir haben jetzt natürlich, ich habe natürlich zwischendurch das Dings geändert. Also wir kopieren nochmal main main enc und dekomprimieren main enc main 2, vergleichen die beiden und es fehlt eine Datei am Ende. Es fehlt ein Byte am Ende. Dekomprimieren wir eins zu wenig. Kann das sein? No null und end of file ist offenbar der einzige Unterschied. Das heißt, das ist hier so viel Mist inzwischen. Aber mal kurz gucken. Das sind, ne, wir dekodieren 1 zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass der allerletzte Block wahrscheinlich noch ein Zeichen beinhaltet und da aber kein Zeichen beinhalten sollte. Aber der Rest ist okay. Gut, das finden wir aber auch noch. Müssen wir uns einfach mal den allerletzten Block angucken. Vermutlich ist das hier. Schreiben wir in den letzten Block noch ein Zeichen rein, obwohl da keins mehr rein sollte. Wieso kann das passieren? POS plus Length ist wahrscheinlich dasselbe wie hier. Da muss wahrscheinlich minus 1 hin. Kurz nachdenken. Wenn POS plus Length, wenn das, genau, weil wenn das hier nämlich kleiner ist, dann erlauben wir noch, dass das Length um 1 hochzuzählen, aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir müssen 1 schon vorher aufhören. Neuer Versuch. Make Release. Main. Nee. Compression. Compress. Main in Main Inc. Main Inc. wieder dekomprimieren. Wo ist es? 2. 1 und 2 vergleichen. Identical. So. Und wie ist unsere Kompressionsrate? Die hat sich vermutlich nicht großartig geändert. Lassen wir das mal auf Compression ab.
dass wir auch ein bisschen größeres haben. Also wir nehmen jetzt, wir komprimieren mal das Binary selbst. Compression nach Compression encoded meinetwegen. So, das können wir auch wieder dekodieren. Gucken, ob das auch geht. Uncompress, Compression, encoded in Compression 2. If Compression, Compression 2. Auch die sind identisch. Also gut, das überrascht jetzt nicht. Das wird bei dem einen funktionieren, was bei dem anderen funktioniert. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir uns gegen SIP schlagen. Also, das haben wir hier noch offen, das Compression SIP. Also, aber wir können es nochmal beides neu machen. Das ist beides, nur noch das Compression SIP müssen wir neu machen. Mir. Ja, ist auch ein bisschen gewachsen. Okay, also wir sind immer noch so ein Faktor von 0, also wir sind nicht doppelt so groß, sondern, also das sind jetzt ungefähr, was ist das, 15 durch 11, also 36% sind wir ungefähr größer. Das scheint mir aber was zu sein, was der Huffman-Coder abräumen kann. Ja, also das ist ganz gute Hoffnung, dass wir da relativ nah rankommen an das SIP-Encoding. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich, wir tun ja auch sowas Ähnliches. Na, gut, okay. Und ja, kleine Bugs, zwei Index-Bugs, die jetzt noch 20 Minuten länger gedauert haben als geplant, aber tada, es funktioniert. Wobei I.O. nur als Teil des Algorithmus gezählt wird, theoretisch, und Programme, welche die Daten beim Ausfinden lassen, sehr schlechte Kommentare. Okay. Ja, kann man so sehen, wenn man gerne will. Ja, okay, gut. Also, was fehlt uns jetzt noch? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach beim nächsten Mal nochmal den Huffman-Coder damit zu verheiraten. Ja, und dann hat das Kapitel Kompression abgeschlossen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht dann? Also, Montag ist das nächste Mal, dann haben wir jetzt ungefähr eine Woche gebraucht. Ne? Wie groß ist die Main O? Gucken. Da, ne? Also die wird nicht viel kleiner sein als die Compression. Wir linken ja gegen so gut wie gar nichts. Ne? Ein bisschen aus der Utils linken wir, glaube ich, gegen. Aber ja, also die ist ungefähr 58 Kilobyte groß. Gut. Okay, also dann, wie gesagt, am Montag gucken wir noch den Huffman-Coder dran zu flatschen, gucken, wie nah wir an SIP rankommen. Und wenn ihr wollt, könnten wir uns dann auch noch das String-Search noch ein bisschen anders angucken. Das wäre aber klassisches Datenstrukturen-Thema. Ne? Wie kann ich einen Substring, wie kann ich einen String in einem anderen String finden? Findet man zur Not auch in Datenstrukturen und Algorithmen. Vorlesung. Aber funktionieren tut es ja schon mal ist jetzt auch nicht brutal langsam, es hat jetzt keine Stunden gedauert. Ne? Ich denke, wir werden wahrscheinlich einen konstanten Faktor daneben liegen mit der Performance. Ja? Also 10 oder so würde ich mal tippen, also vielleicht 10 mal so langsam, brauchen vielleicht 10 mal so lange oder so. Aber außer, wir sind nur einen konstanten Faktor daneben, das ist schon mal das Gute. Wir sind also jetzt nicht quadratisch oder sowas ähnliches, ne? wo andere Algorithmen irgendwie linear brauchen oder so. Ich habe keine Ahnung, was der Standard-SIP benutzt. Kann höchstens sein, dass er eine Suchheuristik benutzt, dann ist er vielleicht sublinear oder so. Gut, aber nichtsdestotrotz, also Huffman-Coder noch reinbauen, vielleicht gucken wir mal, ob wir noch den String-Search irgendwie ein bisschen verbessern, aber summa summarum, denke ich mal, ist es ja schon ganz nett, was wir da hinbekommen haben. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht super mega krass kompliziert. Ich mache mal keinen Pull, probiere das Ganze erstmal selbst, ja, gerne. Go ahead. Ja, ich push das gleich noch. Ansonsten hat Rita, was haben wir denn, was hast du denn heute zum Singen? Singen, okay, gut. Ja, was soll's? Wo ist mein Chat hier? Reden wir mal Richtung Musik heute wieder. Ich das ist so weit weg. Das Fenster. The Ginger Club. Wer ist das denn? Hatten wir die schon mal? Hat auch jemand rothaarig? Moment. Ach nee, Moment. Nicht The Ginger. The
Wie muss ich das denn lesen? T. Einen Moment, The Tangerine Club. Ah, The Tangerine Club. Okay, so ich muss ja das parsen. Gut, ich schicke euch jetzt einfach dahin. Rita ist schuld, wenn es irgendwie nicht so toll wird, wie erwartet. Gut, ansonsten, ne, Montag geht's weiter. Ich pushe das Ganze gleich noch hoch auf GitHub. Wer so gucken will, kann gerne schauen. Was vielleicht auch noch nicht schlecht wäre, wären irgendwann mal ein paar Error-Checks. Die soll ich vielleicht auch noch kurz einbauen. Existiert die Datei überhaupt oder sowas ähnliches? Damit es nicht einem so ganz böse um die Ohren fliegt. Ja, dann noch Huffman rein, gucken, wie gut wir werden. Und also ein bisschen schlechter würde ich erwarten, werden wir, weil die machen noch ein RLE. Da habe ich aber nicht viel zu gefunden. Aber ein bisschen kommen wir noch näher ran, schätze ich, an die Kompression. Gut, also dann bis Montag, bis dahin. Bleibt gesund, wenn ihr könnt. Was noch nicht getan hat, lasst euch impfen. Ja, alles Gute. Ciao.